Sparkassenkarten mit GiroGo. Karte ans Terminal. Fertig. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio im Kickers TV. Ja, und das Ganze findet in Eschborn statt. Ein weiterer Test der Offenbacher Kickers. Heute gegen den ersten FC Eschborn. Und das war ja mal ein Liga-Rivale. Und der war, ja, nicht immer angenehm zu spielen. Da haben wir uns häufig schwer getan. Heute ganz, ganz andere Vorzeichen. Aber da gehen wir gleich noch drauf an. Jetzt will ich erst einmal meinen, ja, tollen Kollegen begrüßen. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Lutz Kammermeier. Hallo lieber Lars, hallo Leute daheim an den Röhrengeräten oder an den, ja, Laptops, wo ihr das Spiel ja live sehen könnt, wenn ihr es denn wollt. Ja, wir sind hier, wunderbares Wetter dürftet ihr sehen und wir sind ja hier im VIP-Raum quasi beheimatet. Das ist ja wie ein Studio hier. Wir haben schon gesagt, wir machen heute die Sonntagmittagssendung Fehlpass. Das ist die Erdinger Weißbierloge, in der wir uns befinden. Genau. Folgerichtig haben wir schon das siebte genossen jetzt. Ja, natürlich mehr als Waldi damals, als Rudi Völler ihn ein bisschen den Senkel stellte. Also wollen wir hoffen, dass Rudi Völler heute nicht hier ist. Der dürfte eh ein bisschen angefressen sein wegen dem Ergebnis gestern. Schöne Grüße nach Leverkusen übrigens. Das war ein Riesenspiel, aber leider dummer Ausgang für euch. Ich mag Wolfsburg nicht, also von daher, naja. Aber gucken wir hier, ja. Wollen wir Aufstellungen mal sagen? Genau, Lutz, erzähl doch mal, wie wird denn der OFC spielen? Wenn ich das so schon mal vorwegnehmen darf, sehe ich eigentlich keinen Stammspieler. Nehmen wir mal Mangafitsch ein bisschen aus, aber auch der war ja zuletzt kein Stammspieler, weil er sich wieder erst herantasten muss. Das heißt, heute geht's, wenn ich das so richtig sehe, einfach nur Spielpraxis zu sammeln. Genau, wir hatten ja auch gestern das Spiel in Jena, also gegen Jena in Eschwege, macht also wenig Sinn, Spieler zweimal extrem zu belasten. Also heute sozusagen die auf dem Feld, die sich empfehlen sollen, wollen oder einspielen sollen. Und gleich wird hier angestoßen. Warte mal, da muss ich auch mal gucken, dass ich mein Ührchen laufen lasse. Steven von der Burg steht dort am Anstoßkreis. Am Anstoßpunkt, muss man ja sagen. So, und dann könnte es denn jetzt losgehen. Schiri wartet noch. Weiß nicht, der wartet aufs Fernsehsignal wahrscheinlich. Lutz, gib ihm das Signal. Nee, ich glaube, der hinter Lukas Menz hat noch ein paar. Also jetzt geht's los, Gott mit uns. Der OFC ist im Spiel und auch am Ball. Erst einmal zurückgespielt. Ja, bei guten Rahmenbedingungen. Es ist sonnig, zwar kühl, aber bei uns hier in der Loge geht's. Ja, extrem gutes Wetter. Und jetzt könnt ihr es vielleicht schon einmal sehen. Ich werde mal die Mannschaft erst einmal runterlesen. Da ist nämlich im Tor mit der 1 Lukas Jeffrey Menz. Dann haben wir die 7 Kevin Wittke. Mit der 8 Mike Vetter. Die 13 hat Jan Biggel. 19 Cem Kara. Mit der 21 der Kapitän Marcel Wilke. Die 22 Steven von der Burg. 25 Mohamed Tahiri. Die 27 Sascha Korb. Mit der 30 Dennis Mangafitsch. Und die 34 hat Robin Scheu. Auf der Bank haben wir noch Patrick Rühl fürs Tor, Barış Jakut, Mojib Jamali und uns wurde gesagt, die stehen jetzt hier nicht drauf, wohl auch die drei Jugendspieler, wie heißen sie, Auer, Friedrich und einer noch, ich weiß nicht mehr, also der auch noch im Trainingslager mit dabei war. Also die drei sind wohl auch dabei. Brade heißt er, glaube ich, Brade. Brade oder so. Ich mein, ja, also kriegen wir auch noch raus, kriegen wir auch noch mit. Die stehen nicht hier offiziell auf dem Zettel, aber wir werden sie natürlich vermelden, wenn sie reinkommen. Und es sieht taktisch so aus, dass in der Innenverteidigung der Mike Vetter und der Marcel Wilke spielen werden. Rechts Sascha Korb, links Dennis Mangafitsch. Ja, und der Rest tummelt sich quasi davor. Jetzt haben wir die Offensive, wird da Tahiri und Cem Kara wohl geben, die da auch eben in Aktion waren. Also so sieht es hier taktisch aus. Robin Scheu ist da vorne links eingeordnet, Kevin Wittke hier rechts oder eher zentral. Jetzt sagen wir nochmal die Eschborner durch. Da haben sie nämlich im Tor mit der 1 Tobias Stehling, dann haben sie mit der 2 Butusina Alin, mit der 3 Benjamin Sabic, mit der 5 Tim Tilger, die 9 hat Gerrit Niederschlag, mit der 10 Velibor Velemir, den kennen wir hier in Offenbach, der war nämlich einer der Castingspieler, also vor anderthalb Jahren. Dann haben wir die 13 Christian Wiesner, die 15 Felix Metzler, mit der 16 Carlos Brotus Kierenge. Pass mal auf, passiert da was? Nein. Mach du nur weiter, ich komme dann schon, wenn was passiert. Okay, alles klar. Mit der 17, den kennen wir auch, Daniel Henrich. Und mit der 21, Kevin Hillmann auf der Bank bei Eschborn, Steve Wagner fürs Tor. Der Harris Paul mit der 4, Christopher Nguyen mit der 11. Die 19 hat Michael Schwender mit der 22, Giuseppe Pagliaro. Und die 23er, Dominik Ortega Tapia. Das ist Eschborn, so sieht es heute hier aus. Ja, Wetter ist schön, OFC bis jetzt bestimmend. Ich habe das ja schon mal eben gesagt, gegen Eschborn haben wir uns ja hier mächtige Duelle geliefert und das war nicht immer ganz so einfach, denn Eschborn, muss man ja immerhin sehen, war auch drittklassig, also das war Regionalliga und es gab Zeiten, da haben sie durchaus vorne so ein bisschen mitgewirbelt, hatten auch einige Leute, die, oder wir haben auch Leute hin und her ausgetauscht,
Ja, prominentester dürfte Adi Twarczak gewesen sein, ja, der ja von Eschborn kam und auch zurück wieder zu Eschborn ging. Ja, der Adi, das war einer hier, das stimmt. Unser Kapitän war er lange Jahre. Ich glaube, jetzt ist er in Eddersheim Trainer, wenn das noch ist. Also das ist das Letzte, was ich so sportlich mitbekommen habe, dass er da ganz erfolgreich als Trainer gewirbelt hat. Also die Eschborner hier, die Kollegen, die konnten es uns nicht sagen, wo er denn momentan ist. Und hier taucht er wohl auch selten bis nie auf. Aber gut, es war hier mal eine große Säule. Jetzt erst einmal der OFC mit dem Freistoß. Kara hat ihn reingeschlagen in die Mitte. Ja, Steven van der Burg hat sich da getummelt. Aber wer ist denn das da? Hier der Kleine in der Mitte. Welcher von uns, oder was? Ja, vorne, doch, das war Sascha Korb, der da vorne mit getümmelt ist. Ja, der wollte dort vorne den Mittelstürmer markieren. Das ist der Kleine in der Mitte, das werde ich ihm Sascha mal sagen. Weil den hätte ich da vorne nicht vermutet, den Sascha. Nein, aber das ist ja ein taktischer Kniff gewesen. So, passen wir mal auf, da ist er nämlich der... Oh, da ist er, unser ehemaliger Testspieler Lukas Menz ist draußen. Hast du nicht was vergessen? Was? Du hast Lukas Menz gesagt? Ich habe Lukas Jeffrey Menz bei dem Vorlesen gesagt, ja, der natürlich Jeff mittlerweile genannt wird, aber jetzt hier bei jeder Parade Lukas Jeffrey sagen, da ist ja das Spiel rum. Kevin Wittke, Zahiri und Jan Biggel. Biggelinho, ja, links rausgelegt. Jetzt könnte man vielleicht mal draufschießen, genau das macht er auch. Aber 2 Meter links am Tor vorbei. Ja, und so bleibt es beim 0:0. So sieht's aus. Ich muss mal gucken, also wirklich heute Faschingssonntag, herrlichstes Wetter. Also man sieht es da draußen, es könnte jetzt frühlingshaft sein. In der Sonne, glaube ich, ist es wirklich prima. Also auch die ganze Familie Marx ist wieder hier. Der Jan Hendrik Marx, der hat ja eine Verletzung am Schambein. Der hat irgendwie Flüssigkeit im Knochen am Schambein. Der ist völlig verzweifelt, der Bub. Jetzt haben sie irgendwie rausbekommen, dass vielleicht muskulär noch was sein könnte. Gibt es da eine Spritzentherapie? Also muss man mal gucken, er braucht Geduld. Aber ja, ich sehe ein bisschen was an der Eckfahne. Passiert da was? Flanke kommt rein, aber Biggel klärt erst einmal. Das ist so eine Geduldssache und ist natürlich ganz, ganz dumm für ihn, weil jetzt auch dadurch durch die Verletzung vom Theo, übrigens, falls der Theo zuhören sollte, allerbeste Besserung, lieber Flankengott, dass du möglichst bald wieder dabei bist. Ich schätze fast, unser ganzer erster Kader wird uns jetzt zuhören und zuschauen. Ja, das kann natürlich sein. Grüßen wir alle Jungs, aber insbesondere natürlich den Theo, ganz klar. Ja, und alle anderen noch angeschlagen, die um ihre Fitness bemüht sind. Ja, und für ihn ist natürlich doof, jetzt hier in der Vorbereitung ausgefallen zu sein, weil da hätte er sich vielleicht auch mal zeigen können. So, Tahiri hat ja immer noch mit seiner Depression zu kämpfen, hat gegen unsere Kamerafrau Lena Kiefer im Tischtennis haushoch verloren. Die hat ihn rechts und links von der Platte geschossen. Also, das war schon interessant zu sehen. Da können wir ja froh sein, dass wir nicht der erste Tischtennisclub Offenbach sind. So, Cem Kara, zieht er mal ab. Oh, der war aber hoppeliger, als er dachte, der Torwart. Gucken wir mal, Robin Scheu kommt da noch ran. Nee, wird angeschossen. Da habe ich jetzt hier diese Lautsprecheranlage vor der Nase. Ist aber auch schön. Hat was. Kannst du dich jetzt auch noch beschweren? Jetzt darfst du hier schon im Warmen sitzen. Hast hier das dritte Weißbier in der Hand und, ja. dann willst du auch noch meckern. Das ist immer Schimpfen, immer auf hohem Niveau. Meckern immer auf hohem Niveau. Ja. Warum nicht? Dennis Magavic. Eieieiei, was für ein Fehlpass. Fehlt ihm die Spielpraxis. Natürlich, ja. Wie gut, dass wir jetzt... Jetzt gucken wir mal, wo spielt denn der Kevin Wittke? Spielt ziemlich zentral. Also zumindest ordentlich. Er hat ja zuletzt viel Einsatzzeiten bekommen, auch gestern wieder gespielt. Macht er gar nicht schlecht und er wird ja getestet als ernstzunehmende Alternative. Ja, natürlich. Alle diese Jungs, die da rumlaufen, sind immer ernstzunehmende Alternativen. Also wer glaubt, dass er mit 11 Leuten durch eine Saison kommt, der, ja gut, weiß ich nicht, wo der spielt. Das schaffst du nicht mal in der Kreisliga. Somit ist das gut. Aber es ist auch gut, dass man solche Testspiele hat, die auch ein etwas höheres Niveau haben, weil Eschborn, 9. der Hessenliga aktuell sind sie mit 28 Punkten und 33-31 Toren. Also die sind vorne nicht schlecht, hinten aber auch nicht so sattelfest. Mangavic ein bisschen überzogen. Wollte er zu viel? Ja, und jetzt haben sie durch den Velibor Velimir, der wie gesagt bei uns auch im Casting war damals und da gar nicht so einen schlechten Eindruck hinterlassen hat, in der Winterpause quasi einen richtig guten Neuzugang bekommen. Neuzugang daher, weil er vorher wohl eine sehr schwere Verletzung hatte. Kreuzbandriss, meine ich, wäre es gewesen. Und der macht jetzt erst wieder sein 2., 3. Spiel. Aber wenn der fit ist und wenn der im Rollen ist, ist er natürlich für Eschborn eine Verstärkung. Mir hat er damals auch gut gefallen. Der Willi Bohr, da war er mit der 10. Der OFC eigentlich gar nicht mit einer klassischen Viererkette unterwegs. Es sind meistens nur hinten 3. Ja gut, Sascha ist sehr offensiv hier rechts, das stimmt. Also sehr, sehr offensiv. Sascha macht hier den verdeckten Mittelstürmer. Ist auch jetzt wieder vorne in der ersten Reihe. Na gut, dafür
zitiert jetzt ein bisschen der Mutahiri da hinten ab. Also. Aber das haben wir so nicht gesehen, dass Sascha so weit vorne spielen darf. Guck mal, er spielt jetzt hier jetzt im Moment auf klassischer Rechtsaußenposition. Und der Mo lässt sich dafür fallen. Ich meine, es wäre nicht das erste Mal in der Fußballgeschichte, dass irgendwie ein Stürmer zu einem Verteidiger umfunktioniert. Wieder kommt Mutahiri. Wunderbar hat er sich da freigelaufen. Gucken wir. Gute Aktion, aber rausgeköpft da hinten erst einmal. Bickel, jetzt links rausgelegt, hat ein gutes Auge bewiesen auf Mangafitsch. Ja, und dann sind sie natürlich wachsam. Aber man muss auch sagen, auch die Eschborner plagt das Verletzungspech. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sich heute gleich 7 Leute kribbebedingt abgemeldet für das Spiel heute. Ja, auf jeden Fall hat sich abgemeldet der Patrick Hilser, das habe ich gehört. Und den kennen wir auch, weil der hat auch bei dieser Casting-Crew immer wieder mal mitgespielt. Also der hatte sich damals um einen der Sechser beworben, sozusagen. Und ja, der ist wohl krank, das habe ich hier vorhin auch erfahren. Ja, ist ja kein Wunder, also die Grippewelle geht um. Es ist auch wunderbares Erkältungswetter. Jeder, der im Freien zu tun hat, pass mal auf, schön, Steven von der Burg. Schade. Ja, jetzt noch einmal Bickel in die Mitte reingespielt, rausgelegt. Mangafitsch rückt mit auf, geht am ersten vorbei, am zweiten bis zur Grundlinie. Jetzt, ja, ich weiß nicht, vielleicht macht er ein bisschen zu viel, aber er hat es geschafft. Und dann, ja, hat er ein bisschen Rücklage bekommen. Mo Tahiri. Ja, aber das sind natürlich schon Bälle, die gerne mal aufs Tor kommen können. So hat er halt auch Tischtennis gespielt. Ne? Hat ja immer knapp die Platte verfehlt. Kein Wunder. Ja. Cem Kara war mein Partner. Ja. Mit dem habe ich zusammen gespielt. Und wer hat gewonnen? Ja, natürlich wir. Also. Ach so. Ach, die beiden haben gegen euch gespielt? Natürlich. Ne? Und dann? Ja, wir haben immer mal getauscht und so. Ach so. Also am Ende gab es nur eine Siegerin. Das war Lena. Die hat alle weggehauen. Alle. Na gut. Von der Platte geputzt. Das Interessante ist, sie hat ja mit dem Frühstücksbrett gespielt und wir hatten die guten Schläger. Es gab nur 3 gute Schläger. Ja, es gab nur Schläger. Sie hat uns mit dem Frühstücksbrett hier von der Platte gefegt. Reicht doch auch für euch. Natürlich. Ja, ja gut. Hier bei der Sendung Fehlpass. Lars Kiesner hat's. Ich habe ja gesagt, beim Frühstück, du darfst das Frühstücksbrett nicht mitnehmen. Ja. Aber nein, sie nahm es mit und nachher habe ich verstanden, wofür sie es gebraucht hat. War so ein Holzbrett, das oben so ein Loch hatte zum Richtig, Aufhängen. Richtig, da genau das. Daumen durchgesteckt. Und interessant war, sie hat es wie die Chinesen in der Hand gehabt, in den Fingern. Ja, genau. Sehr schön. Sascha Korb rechts hinten, Tahiri rechts vorne. Und jetzt überläuft dann wieder. Ja, das ist im modernen Fußball so. Früher, so vor 40 Jahren, als du da eine große Zeit hattest, da bist du ja hinten immer rechts stehen geblieben, ob da einer war oder nicht. Also ich bin hinten rechts, vorne, links, überall stehen geblieben. Ja, eben. Stehen bleiben, das war meine Paradedisziplin. War im Grunde so, ja. Das ist, ja. Wenn man alt genug war, durfte man Libero spielen, weil da hat dann keiner mehr gemeckert, wenn man stehen geblieben ist. Also Dieter Müller ist für mich das beste Beispiel. Und er ist ja immer noch Bundesliga-Rekordtorschütze mit 6 Toren in einem Spiel. In einem Spiel. Das war auch ein Standfußballer. Ohne ihm damit wehtun zu wollen, ganz im Gegenteil, das war ein Instinktfußballer, der stand halt immer richtig. Ja, wie Sascha Ćirić damals. Ich sage auch immer, ein Stürmer muss richtig stehen und nicht falsch laufen. Das ist so. Und wenn ein Stürmer schon anfängt zu denken, dann ist schon ganz schlecht. Völlig vorbei, darfst du gar nicht. Hirn ausschalten, jetzt aber Kevin Wittke, der Ball, der kommt gut, aber der Steven von der Burg einen Schritt zu spät. Und da ist er wieder, der Wellibor Wellemir. Mit der 10. Wellemir heißt er, nicht Wellimir, Wellemir. Das ist ein lustiger Name, Wellibor Wellemir. Also wenn du den 10 mal ineinander sagst, denkst du auch, du bist betrunken. Bickel, ist schon einfacher. Vetter, heute rechter Innenverteidiger. Jetzt magst du noch Weißwurst? Ja, Weißwurst nicht, aber noch Weißbier habe ich ja noch da. Du hast dich verkleckert mit dem süßen Senf hier. Guck mal. Ist, ehrlich? Ja. Oh, Futeifel, du. Futeifel. Pass mal auf. Jetzt erst einmal der OFC. Gut sieht das aus. Schön gefällig reingespielt. Ja. Tahiri und Wittke im Zusammenspiel. Jetzt kommt er nochmal reingeflogen. Oh, da hat er seine Mühe, da hinten die Kugel wegzukriegen. Ja. Tim Tilger, der Kapitän war das. Das hatte so ein bisschen was von Kreisliga A Offenbach Ost eben. Wie er den da so halb gestoppt hat, dreimal drüber treten und dann noch rausrotzen. Das kenne ich so von früher. Von damals. Nein, es sieht schon gut aus, was die Jungs machen vorne. Die letzte Konsequenz hat noch gefehlt. Gespielt haben wir hier noch nicht einmal eine Viertelstunde. Ich gucke mal auf mein Handy, da habe ich es ganz genau. 12,5 Minuten sind gespielt, 0-0 steht es hier in Eschborn.
aber bestimmend schon der OFC mit seiner, ja, es ist nicht die sogenannte allererste Elf, die die meisten Regio-Spiele gemacht hat. Dennoch würde ich sagen 80% Feldanteile beim OFC. Ich weiß gar nicht, ob die Eschborner überhaupt schon mal in unserer Hälfte waren. Ja, nicht wirklich gefährlich. Der, wie gesagt, der in der Welle mehr, der war. Oh, oh, Verletzung sehe ich da. Tahiri, oder? Ach, der Linienrichter hat sich verletzt. Okay, das sehen die Kollegen da hinten besser. Unser Fahrer Matthias Lukas. Was ist da genau? Wie ist das passiert? Der hat sich wohl nicht richtig warm gelaufen, würde ich mal sagen. Ja, das haben wir richtig gemacht. Wir haben uns hier auf die Heizung gesetzt, einen Slivovitz getrunken und dann waren wir topfit. Nach dem Weißbier war mir es richtig warm, da war ich dann hier fit für die Sendung. Ist so. Also warm machen ist die halbe Miete. Das ist auch die Wirkung von isotonischen Getränken. Ja, das Weißbier ist ja auch streng isotonisches Getränk. Ja, zumindest das alkoholfreie Weißbier. Das wird also völlig unterschätzt. Ja, muss der jetzt ausgewechselt werden oder was ist da? Ja, da müsste aber einer dann da sein, sonst muss das Spiel jetzt sofort abgebrochen werden. Spielabbruch, wäre auch, wär uns auch recht. Abbruch, ja, nach 15 Minuten gleich. Gleich wieder an Dresen da vorne? Gleich an den Dresen, bevor da unten die ganzen Freibiergesichter von der Haupttribüne hier hochkommen. Was haben wir denn Zuschauer? Können wir die mal zählen in der Pause? Also vor allen Dingen habe ich ganz, ganz viele offenbare Gesichter gesehen. Das sind eigentlich alles nur Kickersnasen, die ich sehe. Ja, wenn das sein, 150 vielleicht. Als Hasen, glaube ich, waren die verkleidet oder Pinguin oder sowas. Und da hatte der eine von den beiden sogar tatsächlich einen Eintracht-Schal an. Und da stelle ich mir immer die Frage, heute spielt ja Eschborn gegen Offenbach. Was machst du da? Ja gut, ja, dass die Jungs und Mädels fehlgeleitet sind, ja, per se, das also ist ja sowieso klar. Und ja, hier haben sie sich halt verirrt. Ja, aber ich denke mir dann, weißt du, du kannst ja gerne Fan von dem Verein sein, aber dann, wenn Offenbach kommt, oh, und am Ende heißt dann wieder, der böse Offenbacher fühlte sich provoziert und alles. Und ach, naja. Was willst du von denen erwarten? Du hast gestern keine Bundesliga geguckt, oder? Doch, doch, das mit, Köln, ja, habe ich gesehen, ja. Und so, die hatten vielleicht ja, haben die das Gleiche vor mit ihren Kostümen. Ja, die hatten ja so Sturmhauben auf diese Vollmasken. Die sahen aus wie die vom GTW, vom Gewalttäter Wosch. Der ist ja auch immer lange mit so einer Maske auf. Leidige unseren Gewalttäter Wosch. Nein, aber der hatte auch so eine rot-weiße Maske. Ja, ist mir schon klar. Da habe ich mir schon gedacht, ich meine ihn gesehen zu haben. Inmitten der Kölner. Natürlich, inmitten der Kölner. Hat er eine Bratwurst geworfen. Dafür ist er auch bekannt. Ja, ja, hat eine Bratwurst geworfen. Also, Sascha Korb, der ist heute überall. Jetzt auf der Außenbahn, manchmal auf der Mittelstürmerposition. Und eigentlich ist er ja Außenverteidiger. Ja. Denke, da wird er irgendwann auch landen, je nachdem. Das Schöne ist ja, dass wir unheimlich viele Variationsmöglichkeiten haben. Wirklich unglaublich viele. Wenn irgendwo einer verletzt ist oder fehlt oder wie auch immer, ah ja Gott, da wird halt ein anderer da reingebaut. Habe ich hier eben noch gesagt, die Offenbarer haben die Viererabwehrkette aufgelöst und eine Dreierabwehrkette gemacht. So sind wir jetzt über eine Zweierabwehrkette übergegangen. Einer Kette, die aus Marcel Wilke besteht. Einer Kette. Rico Schmidt kreiert die Einerkette mit. Guck mal, er koordiniert das gut dort hinten, ja, wie er sich dort koordiniert, ja, in der Einerkette. Ach guck mal, der arme Manga, der wieder den Ball da holen muss. Was für ein Lauf. Na gut, aber in der Sonne wenigstens. Das ist es. Deshalb ist der Sascha auch immer so weit vorne. Wenn der streng positionsbezogen bleibt, steht er ja im Schatten. Du meinst, das ist der Grund dafür? Ja, logisch, der rennt immer in die Sonne. Ja, Sascha hat auch eine neue Frisur. Tahiri geht vorbei, wunderbar vorbeigelaufen. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Allerdings nochmal abgelegt. Mike Vetter. Ich meine, da wäre sogar noch einer dran gewesen. Schiris, doch, sieht das auch so, ja? Nein, sieht das nicht so, doch. Ich habe erst gedacht, es wäre der Steven Wunderburg gewesen, der dann die Hacke bekommen hat, weil der ein bisschen komisch da stand, aber war wohl ein Eschborner. Ja, gestern sind wir ja bei dem Spiel gegen Jena mit Steven Wunderburg hart ins Gericht gegangen. Ja. Ah ja, war 10 Minuten auf dem Platz, hat immer noch kein Tor gemacht. Noch kein Tor. Und da hört auch der Spaß dann auf, ja. Haben wir auch gesagt, da muss der Rico mal eingreifen, muss ihn wieder rausholen. Der braucht einen Denkzettel, der Junge. Richtig. Der muss mal wieder 94 Minuten nachdenken, dann reinkommen und dann in 4 Sekunden ein Tor schießen. Dann sagt man, er hat es gelernt. Lektion verstanden. Das ist halt der Steven, der wird irgendwann einmal 72 Minuten... Oh, schöner Schuss und er ist drin! Was für ein geiles Tor! Und das war Wittke. Donnerschlag! Das war aus der Kategorie Tor des Monats. 1:0 für der OFC. Kevin Wittke, ja, hat getroffen. Lutz, das hat Spaß gemacht. Also das war nicht nur einfach getroffen. 17. Minute haben wir übrigens für die Chefstatistiker daheim. Viel besser hätten wir ihn auch nicht Volley genommen, oder? Du schon. Ich hätte ihn gar nicht getroffen, aber du hättest ihn natürlich so überrissen, dass er oben in den großen, den hohen Winkel fliegt, nicht in den flachen. Aber man darf natürlich nicht mit dem Größten sich messen. Ja. Also nicht mit dir, sondern
mit Ronaldo und der hätte ihn so nicht bekommen. Nein, das war echt ein total geiler Schuss. Und das Schöne ist, man hat das schon im Ansatz irgendwie gesehen, wie er so ausholt, sich leicht schräg legt und dann den über den Außenriss abfeuert da, dass er genau die Flugbahn nimmt. Tolles Ding von Kevin Wittke. Also eins Tore machen kann er auch. Ich merke auch, dass unserem Kameramann Peter Dietz ein Stein vom Herzen fällt. Hat ja zuletzt auch ziemlich geschwächelt. War schon. Ich hatte mit ihm ein ernstes Gespräch. Ja. Und ja, gleich zwei haben wir heute hier ihm in den Nacken gestellt. Also der braucht auch Druck, natürlich. Und so ein frühes Tor, das ja, lässt ihn jetzt erstmal durchschnaufen. Aber Peter auch mal gut, so ein frühes Tor. Ja? Das beruhigt seine Nerven auch, er zittert nicht mehr so sehr. Also es ist kein Erdbeben hier in Eschborn, das war dieses leichte Zittern im Bild, war immer der Peter, ja, der die Kamera nicht ruhig halten konnte. Das ist so, weil er einfach weiß, noch eine Viertelstunde ohne Tor und dann ist er weg. Ja, dann ist er weg. Da ist der Lars unerbittlich. Oh, gibt es da einen Karton oder zumindest da scharfe Ermahnung wird es geben. War schon ein bisschen hohes Bein, glaube ich, ne? Nee, der hat da schon ganz sehr, sehr präsent die Brust rausgestreckt, der Marcel Wilke. Das hat er gut gemacht, das muss er auch so machen. Aber ich sag mal, schlecht gelaunte Schiris ermahnen da schon sehr scharf, weil der war dann durch. Wer war es, die zwei? War es die zwei, glaube ich? Also das wird jetzt die erste Möglichkeit für den ersten FC Eschborn sein, denn die waren bislang so gut wie noch gar nicht in unsere Hälfte. Sind hier auch sehr ja, krippegeschwächt hier aufgelaufen. 7 Mann fehlen. Bei uns fehlen aus der allerersten Formation 11. Aber das macht nichts, denn wir haben einen breiten Kader. Und wir haben keine erste 11. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine erste 22. Das ist so. Das sind halt, heute sind halt 2, 3, warte mal, aufgepasst. Das war gefährlich. Ja, das hätte beinahe eingeschlagen, du. Christian Wiesner da kam mit dem Flugkopf. Ich glaube, der kam sogar noch dran, ne? Der war dran, ja. Die Wiesner hat ihn geköpft und dann doch knapp verfehlt nur. Nee, es ist so, wir haben im Grunde hier, sind das auch Stammspieler, nur halt Kevin Wittke zum Beispiel konnte sich in der Vorrunde punktemäßig nicht zeigen. Für den ist es eine Plattform, sich zu zeigen. Und halt die Spieler wie Motahiri oder der Robin Choi oder der Cem Kara zum Beispiel, die in der Hauptsache im B-Team zum Einsatz kamen, für die ist das natürlich eine Sache, den Abstand zu verkürzen auf die erste Mannschaft. Und wenn man bedenkt, B-Team spielt Verbandsliga, dann ist natürlich ein Hessenligist, ein neuntplatzierter Hessenligist, ein Top-Test, zu zeigen, dass man halt mithalten kann. Also Sascha. Bickel und also gut, Wilke war lange verletzt, das ist eigentlich auch ein Stammspieler, aber Bickel ist ein Stammspieler. Mangafitsch muss ich wieder ran, das ist ganz klar. Ich meine jetzt aktueller Stand, gestern haben wir gesehen, haben sie erstmal in der vermeintlichen ersten Elf angefangen, so, und das ist natürlich jetzt hier heute nicht gegeben. Aber genau deswegen braucht man ja auch solche Testspiele, dass man eben den anderen auch Spielpraxis gibt. Natürlich, sie müssen sich auch zeigen können. Und sag mal, Kevin Wittke hat jetzt hier für sich schon Werbung gemacht. Da ist er wieder am Ball, wenn ich ihn nenne und lobe. Das war auch schön gemacht. Kann er pfeifen, macht er auch. Ja, also jetzt nur so und hat er so ein Tor, das tut ihm auch gut, dem Jungen. Das waren exakt die Worte, Lutz, wie du jetzt eben gesagt hast. Kann er pfeifen, muss er nicht. Habe ich auch gesagt an dem Foul nach Robin Choi, so ruhig und sachlich habe ich es kommentiert. Kann man pfeifen? Muss man nicht, ja. Je nachdem, ob man sich bei den Kickbox-Weltmeisterschaften befindet oder beim Fußball, da hängt auch viel von ab. Ja. Wobei die Frau von Peter Dietz, die macht Karate oder irgend sowas, ja, und die habe ich neulich gesprochen, die hat uns da vom Peter dann bei uns abgeholt, als wir vom Flughafen ankamen, und die hat erzählt, das wäre auch beim Kickboxen nicht durchgegangen, dafür wäre auch irgendwie disqualifiziert worden. Ja, deshalb sage ich ja, beim Fußball geht es aber durch sowas. Das weiß man ja, da gibt es ja auch, sagen wir mal so, semi-professionelle Spieler, die sowas auch sehr gut fanden. Ja, genau. Ja, und das wurde dann auch entsprechend geahndet. Riesenrespekt vor Marzia, habe ich gestern schon mal gesagt. Also das ist schon eine sehr weitreichende Entscheidung, aber absolut im Sinne des Sports. Und ja, an der Stelle sagen wir es nochmal, wirklich Chapeau und Respekt vor Marzia Worms. Ja. Das ist so, weil aufgepasst, da kommen sie über die linke Seite, ist er vorbei, kriegt er den Ball noch? Ja, ich sehe noch, der Ball ist jetzt im Tor aus und da gibt es Abschlag. Ja, hat nicht mehr bekommen, das war die 2, das war Butusina Alin, der den Ball da noch holen wollte, nicht geschafft hat. Kullert leicht aus, Abschlag gibt's. Lukas Jeffrey Menz hat ihn ausgeführt. Auf Sascha Koop, Mike Vetter,
Der Herr immer Fanradio hört, habe ich gehört. Diese Sendung da aus, wie heißt es, Belek, die waren ja sehr interessant. Er hört immer mal so die Podcasts im Fanradio nochmal sich an. Ich habe jetzt von einigen Akteuren gehört, dass sie sich im Anschluss, gehen sie heim und ziehen sich die Reportage nochmal an. Und dann. Also wir müssen nächstens noch ein bisschen mehr schimpfen, noch ein bisschen mehr Druck aufbauen. Ja. Wir loben die zu viel. Also, deswegen habe ich ja gestern mit Steven von der Burg angefangen. Ja, 10 Minuten auf dem Platz, immer noch kein Tor, das geht so nicht. Nee, aber heute, er hat es nicht gelernt, weißt du, weil er ist ja jetzt heute schon. Er lernt auch nichts daraus. 23 Minuten auf dem Feld, noch kein Tor. Normal 23 Minuten macht er 4 bis 5 Tore. Ja. Muss man mal so sehen. Oh, Manga, guck dir das an, Donnerschlag. Ja, da hätte er jetzt vielleicht den direkten Weg suchen sollen, denn wenn er schon mal da an Freund und Feind vorbeigegangen ist, hätte er ihn auch einlochen können. Aber jetzt Sascha Korb, was macht er? Ja, das war... Da war aber auch der letzte Lauf vom Cemkara nicht dynamisch genug. Also irgendwie hat er so halb, blieb er stehen, gucken, was passiert. Da war der letzte Wille. Und du gehst immer von unser beider Spritzigkeit aus. Das ist dein Fehler. Damals 2001 auf dem grünen Beton am Biebererberg, das Fanclub-Turnier. Ich wurde Torjäger. Knappi stand am Rand, hat zugeschaut und sagte, Mensch, Lutz, du bist ja ein Knipser. War natürlich auch spektakulär, dass du alle 7 Elfmeter schießen durftest, dass ich überhaupt 7 Elfmeter bekommen habe. Ja, ich habe es halt alle gut rausgeholt. Ich habe fast nie in meinem Leben 11 Meter geschossen. Hat dich auch den Hölzenbein genannt. Natürlich. So, an der Kamera haben wir gewechselt. Peter Dietz ist raus. Yannick, auch der hat zuletzt große, große Probleme gehabt an der Kamera. Halbzeitstand 0:1. Yannick Dietz an der Kamera. Da passiert nichts mehr. So. Tobias Stehling fängt aber diese Flanke ab. Weil ich die Sendung beenden jetzt hier, oder? Im Grunde ja, das war der Fehlpass. Heute live aus Eschborn, aus der Heinrich-Grau. Oh, guck dir an, du, die Eschborner. Jetzt. Fahndal hoch. Ja, Lars, bei solchen Aktionen gucke ich immer, was macht der Liri. Und wenn der oben winkt und wedelt, dann bin ich immer tiefenentspannt. Weil er wird meist gepfiffen von seinem Kameraden. Daniel Friedlein heißt er übrigens, der Kamerad Schiedsrichter. Mutahiri heißt der, der den Ball jetzt hat. Also ich weiß es vom, der Mocki hat mir das mal erzählt, dass damals, wo wir in Groß-Asbach gewonnen haben, dieses 2-0, da haben wir, glaube ich, ihn extrem gelobt, auch mit Herr der Lüfte und alles, und dass er unverkäuflich ist, was ja alles auch stimmt. Also wir haben ja mit all dem, was wir gesagt und geahnt haben, Recht behalten. Das ist vor allen Dingen war es so, die Journalie hat ja dann nachgezogen, wir haben diese Begriffe geprägt, genau, mit Herr der Lüfte und so weiter. Ne? Und das kannst du dann später in den Zeitungen dann auch lesen. Ganz genau, das ist so. Und wir haben ja recht gehabt mit dem, was wir da schon geahnt hatten, so sagen wir. Also die Entwicklung gibt uns ja recht mit dem. Also ganz doof sind wir nicht. Aber wir haben ja immer recht, deswegen sind wir ja hier beim Fanradio. Natürlich, natürlich. Ja, wir hätten das ein oder andere Jahr hätten wir auch die Sendungen einstellen können, da hätten wir auch recht mit gehabt. Das ist so. Aber jetzt macht es Spaß, es macht immer mehr Spaß und es hört irgendwie nicht auf. Und das ist das Schöne. Ja, mal eine ganz besondere Reportage. Wir haben bei Stuttgarter Kickers gespielt. Da haben unsere... Ja, jungen Herren, so muss man es ja sagen, in weißen Kleidchen gespielt, ohne sich zu beflecken. Ja. Also da musste überhaupt kein Waschmittel nachher verwendet werden. Das hat mich dann schon ein bisschen, ich habe dann von weißen Kleidchen und hüpfenden Ballerinas gesprochen. Ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen ungerecht, aber es kann auch daran gelegen haben, wir hatten ja manchmal... bedingt durch die Geldprobleme, auch Waschmittelprobleme. Ja? Oder dass meine Waschmaschine kaputt war. Weißt du, das war Order von oben? Das war Order von oben, in dem Fall wahrscheinlich Erik Wegener. Wollten eigentlich fighten wie die Schweine. Wollten sie sich durchsuhlen durch den Rasen. Aber der Erik hat gesagt, Leute, Einsatz Trikots, der wird nicht mehr sauber. Und da haben sie gesagt, nee, also bevor wir in grün antreten, in grün-weiß, dann lassen wir es lieber. Gut. Jetzt haben wir das auch aufgeklärt. Das war lange... Ja, ein großes Rätsel, aber Lutz Kammermeier. Vielleicht war es aber auch wirklich so, dass wir manchmal Spieler hatten, wo ich nicht immer wusste, alles geben. Sie geben wirklich alles für diesen Verein oder für ihren Sport, sagen wir mal so. Ich verlange ja gar nicht, dass sie irgendwas für den Verein geben, aber dass sie für diesen Sport alles geben und für ihre eigene Karriere. Wenn du dieses Spiel gesehen hättest. Ich habe diese Spiele gesehen und wir haben oft genug sie übertragen nur. Aber es war unglaublich, wie sie euch da... Selbst in die Herren. 8 Niederlagenserien, die wir da hatten mit diesen Jungs, hatte ich nicht eine einzige Sekunde das Gefühl, nee, die geben nicht alles. Deshalb konnte ich damit gut umgehen. Und ich wusste auch, das wird irgendwann wieder besser. Weil irgendwann geht der Ball nicht an den Pfosten, sondern rein. Diese Probleme haben wir heute nicht mehr. Im Gegenteil, wir haben viel, viel Spaß mit unseren Buben. Das sieht richtig gut aus. Nicht nur das, was so in der Punktrunde passiert ist, auch so, wie sie die Jungs neben dem Feld Verhalten, das ganze Mannschaftsgefüge, der Charakter. Im Trainingslager war man hautnah dabei, konnte man sich ein Bild machen. Die sind
ja, zwar guter Stimmung, aber absolut diszipliniert und geben wirklich alles. Ja, das ist so, das ist so. Der Theo hat das mal bei unserer Weihnachtsfeier, hat er mal gesagt, ja, das sind halt die meisten sind halt so Jungs, so zwischen 24 und 26, die jetzt so im klassischen Sinne noch nicht richtig was gerissen haben. Ja? Und das ist jetzt so quasi die letzte Möglichkeit, dass sie nochmal was auch nochmal irgendwann in 20 Jahren in den Geschichtsbüchern steht, reißen können. Und das irgendwie beseelt die das. Und deshalb bin ich auch sicher, die machen das. Und ich würde mir halt echt auch wünschen, dass sie diesen Weg weitergehen können. Weil wohin Wege führen können, zeigt uns ja ein südlicher beheimateter Verein gerade, der ja auch keine extrem neu zusammengekaufte Mannschaft hat. Sondern wohl, der baut ja auch auf seinen... Jetzt aber erstmal der OFC wieder. Aber... Ja doch, die Flanke kommt noch rein. Nee, war wohl aus, oder? Sah so aus. Naja, scheint wohl im Aus gewesen zu sein. Kontinuität und mit Glaube an die eigene Stärke kannst du unglaublich viel bewegen. Ja. Also kann auch Braunschweig damals sind ja auch durchmarschiert mit fast einer identischen Mannschaft. Ja. Und der Unterschied ist ja nicht so groß mehr heutzutage zwischen der vierten Liga und, also wirklich krass gesagt, der ersten, wenn du siehst, was André Hahn machen kann oder andere es schaffen. Jetzt ist bei Hoffenheim eingewechselt worden, der, ich glaube, Amiri heißt der hat den Elfmeter gegen uns geschossen. Genau, beim genau ich weiß, wer das ist. Ganz genau. Ja. Ich glaube, die Lena kennt ihn, oder? Nein, da werden wir jetzt nichts zu sagen. Ne? Die Lena ist weg, gell? Kann das sein? Ja. So, jetzt gibt es hier mächtige Proteste seitens der Eschborner. Ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig gesehen, was der Grund der Aufregung ist. Es eskaliert. Hub, Schraubeinsatz. Cem Kara. Du hast gefehlt bei dem Foul an Robin Scheuch. Ich könnte mir vorstellen, du wärst auch ein wenig. Schöne Flanke, Eckball. Interessant war ja auch die Reaktion. Zum einen die Mannschaft Geschlossenheit demonstriert und auf der anderen Seite die Fans alle an den Zaun gesprungen. Ja, und ja, also ist aber doch völlig normal, seien wir nicht böse. Es war gut, dass dieser Zaun da war. Ja. Der kommt! Ja, da war er, der Steven von der Burg. Er hat die bösen Worte gehört, hätte er fast ein Tor geschossen. Ja. Na, bösen die Worte ja nicht, sie sind kritisch, motivierend. Steven, mach was. 25 Minuten ohne Tor, das kann dir nicht gefallen. Ja, Yannick Dietz, dem stehen schon wieder die Schweißperlen auf der Stirn. Ist jetzt schon wieder 15 Minuten an der Kamera. Ja, nichts Zählbares. 1:0, es ist einmal mehr zu wenig. Yannick, kein Tor, Steven, kein Tor. Es ist ein Leid mit dem Nachwuchs. Schönes Tor von Kevin Wittke war es. Jetzt gucken wir mal, der Eckball kommt. Der kommt auch gar nicht so schlecht. Mike Vetter war es. Nur wenn jetzt gleich die Kamerafrau kommt, dann ist es vorbei mit seiner Herrlichkeit. Ja, ist sie gerade in Hoffenheim? Nein. Warum haust du mir nicht? Du bist aber auch ein Schandmaul. Ja, deshalb sitze ich ja hier, oder? Dafür bezahlst du mich ja. Natürlich. Mit den dafür bezahle ich dich ja nicht. Ja, mit den Weißen. Wofür bezahle ich dich eigentlich nicht? Ja, dafür. Ein Schandmaul zu sein. Nee, das war gut bei dem Foul an Robin Scheu. Das hätte, das irgendwie, weiß ich nicht. Es gibt so Momente, wo mir die Beherrschung dann auch ein bisschen flöten geht. Und da wäre es, glaube ich, der Fall gewesen. Ja, da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Du hast ja gesehen, ich habe dann gesagt, natürlich. Kann man pfeifen, muss man nicht. Muss man nicht pfeifen, ja. Das ist dann sachlich. Natürlich, ne? Es ist eine Kann-Entscheidung. Schraub, die Flanke kommt gut. Nein. Ah, Cem Kara kommt, der Pickel. Als der Robin dann wieder lachen konnte, ja. So am Abend im Hotel, da haben wir dann zu ihm gesagt, was hast du denn da gemacht? Da war doch gar nichts. War nichts, oder? War gar nichts. Aber hat er geschickt gemacht. Ich nicht so an. Das sah ein bisschen so aus, als ob, gell? Nee, das war schon krass. Krasse Nummer, das. Oh, guck mal, Manga. Oh, ja, das war fast ein bisschen zu akrobatisch. Ja. Da hätte er jetzt, wenn ich stelle vor, den hätte er so mit Seitfall, Rück, Querzieher irgendwie noch in den Winkel geschweißt. Der wäre sofort weggekauft geworden. Hier unter uns auch nur Offenbacher. Viele, viele Offenbacher. Alles nur OFC-Fans, die ich hier sehe. Wie viel sind das denn? 500 maximal, würde ich sagen. Ah, so viel glaube ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich alle auf den Faschingsumzügen ringsherum hier in der Gegend. Aber da drüben, da stehen vielleicht 100. Ja, und hier sind es auch nochmal 200 vielleicht. Keine Ahnung, kann man schlecht schätzen. Da links tummeln sich in der Sonne auch noch etliche, glaube ich. Ist ja auch egal. Wir hatten hier schon ganz andere Zuschauerzahlen, ganz andere Spiele. Die waren deutlich enger, deutlich unangenehmer. Bis jetzt ist es ein schöner, guter Kick. Schönes Wetter. Bis jetzt keine Verletzten, keine großen Nicklichkeiten, gar nichts. Und für die Verletzten oder die heranzuführenden Spieler eine gute Gelegenheit. Und dahin ist einer, Marcel Wilke. Gut, dass der auch wieder da ist. Wir haben übrigens jetzt
Verstärkung bekommen hier am Mikrofon. Unsere absolute Expertin, die hat ja schon, ja, ich sag mal, die weisen Kommentare gesprochen. Kommt jetzt zu uns die Coco. Kommen wir gerade zu uns. Ja, Coco, da bist du. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, schönen guten Mittag. Ja, du hast ja neulich schon den OFC zum Sieg geführt, kann man fast sagen. Kann man fast sagen, ja. Das Spiel sehr gut analysiert, geballte Fachkompetenz. Ich glaube, du bist aber eben erst gekommen oder kannst du schon was sagen hier zum Spiel? Ja, ich bin gerade eben erst gekommen. Davor hatte ich leider keine Zeit, aber es sieht ganz schön aufgeweckt aus heute. Unsere Jungs sehen wieder richtig toll aus, oder? Ja, unbedingt, wirklich. Auch noch in dem Licht. Was wurde denn gerade eben gepfiffen? Eckball. Okay. Blaue Mannschaft, ja, den Ball hinter ihre eigene Torlinie. Torlinie ist diese lange Linie, da wo das Tor draufsteht. Wenn die den da drüber kicken, bekommen wir einen Eckball. Und der wird von der Ecke jeweils geschossen. Ja, ja, als Expertin weiß ich das natürlich genau. Natürlich. So, Coco, dann danke ich dir erstmal für deinen ersten Kommentar. Wir werden dich dann nachher nochmal hier ans Mikrofon bitten, damit wir das Ganze hochkompetent hier auch darstellen können. Dankeschön. Ja, das war die Coco. Da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, 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 ja. Das ist so. Man muss halt sehen, wenn es vorbei ist für einen. Und für mich ist es dann wohl vorbei. Oh, was macht der denn? Der haut da fast einen Torschuss hinter. Die eine Lutz, warum kannst du nicht ein bisschen mehr sein wie die Coco? Ich bin zum Beispiel nicht blond. Da fängt es schon mal an. Rein optisch gesehen, so. Ich glaube, das letzte Mal war sie noch nicht blond. Doch, da war sie auch blond. Achso, war sie auch schon. Oh, das sieht gut aus. Und jetzt muss es klingeln. Eieieiei, Robin, da kannst du auch gerne mal ein Tor draus machen. Täte dir auch gut. Aber jetzt Van der Burg, Kopfball. Glanztat vom... Ja, hat er gut gemacht. Aber auch Steven Van der Burg, den wir so hart ins Gericht genommen haben. Nein, wir haben ihn nicht hart ins Gericht genommen, wir haben ihn motiviert zu einer solchen Aktion. Und da hat es doch beinahe gefruchtet. Aber da war er, schöne Flanke vorher, aber ja, der Robin, der muss den eigentlich schon machen. Vorher richtig toll durchgesetzt da und dann ist er zentral. Weißt du, warum der nicht reingegangen ist? Willst du das bei Yannick Dietz, unser Kameramann? Hat er jemals ein Tor eingefangen? Aber das ist doch der Punkt, da ist einfach eine Fehlbesetzung an der Kamera, wenn da jetzt jemand anderes gewesen wäre. Du hättest irgendeinen Praktikanten aus dem Publikum holen können, ja? Kamerakind. Da wäre das jetzt gefallen, das Tor. Oh, schön, Kevin Wittke. Es wird nichts, sagte Vater Dietz zum Junior Dietz. Wir haben jetzt hier die dritte 100. Wird auch wieder nichts. Den dritten 100%er am Stück und wer hat ihn eingefangen? Also wenn der Vater schon kein Glaube an seinen Filius hat, oder? Ja, guck mal, ich glaube, er hat Tränen in den Augen. Er weint schon ein bisschen da hinten, der Yannick, oder? Er ist halt auch hart am Wasser gebaut. Ja, nah am Wasser. Beißende Kritik. Das ist wie eine frische Zwiebel unter dem Auge. Muss man mal sagen, es ist ja auch berechtigte Kritik. Ja, natürlich, aber trotzdem. Und guck mal hier, ungehemmter Tränenfluss hier. Man könnte meinen, er hätte eine Allergie da. Aber er ist, glaube ich, nur mit den Nerven runter. Also in der Halbzeit wird ausgewechselt, da kommt die Lena ans Kamerastativ und dann... Der muss weg, der Junge, ich sag's, wie es ist. Weißt du, man kann im Fußball auch mal ein klares Wort sprechen. Der muss weg. Der muss weg. Der gefährdet den Erfolg. Wir können hier mit solchen Amateuren nichts anfangen, du. Ja. Hat ja nicht mal ein Weißbier getrunken vorhin, daran liegt es wahrscheinlich. Das wird das Problem sein. Ja. Ja. Ah, schade. Deswegen ist der Vater Dietz so treffsicher. Das ist es nämlich. Der hat unser Weißbierniveau. Genau, der schweißt sich schön ein, zwei Weißbier in den Kopf und schon holt er die Tore des Monats ran. Der ganz tief in die Trickkiste. Ja, Peter, ist das Tor gut, auf richtig gut, also ohne irgendwelche störenden Bilder hier oder so? Brauchst du bei Peter nicht fragen? Nee, weil das ist ja klar, aber ich sehe ja zum Beispiel diesen komischen Lautsprecher hier. Ich weiß nicht. Jetzt erst einmal die Eschborner, schauen wir mal. Aber wieder gestoppt vom OFC. Mittlerweile spielt die Bundesliga. Da haben wir Robin Scheu. Crossball rüber auf Tahiri. Oh, das hat er klasse gemacht hier. Super vorgelegt. Ja, jetzt geht er 10, 15, 20 Meter, 25, dann kommt die Flanke. Eckball wird es geben für den OFC. Ja, bis jetzt eine klare Sache. In Anführungszeichen, es steht nur 1-0. Ja, Kevin Wittke, 18. Spielminute war es herrlich hier vom rechten Strafraum-Eck, hat er den Ball volley mit dem Außenriss hinten in den langen Winkel reingeschossen, flachen Winkel reingeschossen. Also ein richtig tolles Tor war es vom Kevin. 1-0 hochverdient und jetzt kommt die Ecke. Ja, der ist gut, der Torwart. Also der geht da beherzt schon mal gerne raus. Machte bis jetzt einen guten Eindruck, auch gute Paraden gezeigt. Upp. War das Marcel Wilke, der dort jetzt hier den Stoßstürmer spielt, oder? Das sah schon sehr schwerfällig aus. Ja, in der Tat. Drahtig ist anders. Das war schon ein bisschen so schwerfällig wie bei einem Altherrenturnier, so ein bisschen.
Aber er ist auch nicht in erster Linie da, aus dem 5-Meter-Raum Tore zu erzielen. Irgendeine Viertelstunde gebraucht. Das ist sah schon komisch aus. Aber da hinten, wo er jetzt steht, da ist er unnachahmlich gut. Nein, der hat auch von vorne wunderbare Hütten gemacht, so ist es nicht. Aber mit dem Kopf halt und nicht mit dem Fuß. Nee, das ist richtig. Aber er war lange verletzt, also der braucht auch seine Zeit, um wieder richtig schön ins Rollen zu kommen. Guck mal hier, jetzt hat er gesagt, wenn ich schon mal vorbei bin, ich dachte, er macht jetzt ein Dribbling bis vorne hin. Ja, warum nicht? Der muss sich mal was zutrauen, der Marcel, Mensch. Ja. So lange jetzt auf der Couch gelegen, der kann jetzt auch mal ein Dribbling machen bis vorne hin. Ja, der muss doch Kraft haben, du, der hat auch lang genug rumgesessen. Wieso rennt er dann nicht mal durch? Interessant war, Lutz, unsere Kommentare gegen Siegen haben wir doch gespielt, ja, ne? Ja, ja. Dann habe ich im Siegener Forum geschaut und die haben allen Ernstes geglaubt, wir wären Mundstuhl. Nein. Und doch, die haben das, sind sie es jetzt oder sind sie es nicht? Doch, die sind es, nein, sie sind es nicht. Mundstuhl gehört doch zu der ganz anderen Verein. Ja, gut, aber dort im tiefsten Westerwald, im Siegerland, ja, da weiß man das nicht so genau. Nö, aber ist ja gut. Haben sie uns beleidigt oder hat es ihnen gefallen? Nein, denen hat es gefallen. Riesen Comedians, meinen sie. Ich weiß gar nicht, was die meinen. Comedians, wir haben damit voll im Ernst. Ja. Kommentiert. Völlig sachlich, fachlich, im Grunde völlig emotionslos. Ja. Wir es runter. Natürlich. Ist, so wie es sein muss. So sind wir halt. Wir sind halt Kinder der Sportschau zu Beginn der 70er Jahre. Herbert Fassbender. Ja. Und dann schießt Beckenbauer aus 35 Metern den Ball direkt in den Winkel. Das war das 1:0 in der 90. Minute. Ja, so war das damals. Ja. Damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Der Herbert Zimmermann wurde 54 für sein Toni, du bist ein Fußballgott. Da wurde er vom Rundfunkrat gerügt und gesperrt. Das ist so. Ja, ja, der wurde dafür bestraft. Das war nicht konform mit dem damaligen journalistischen Verständnis. Aber der gute Herbert ist ja deshalb eine Legende, weil er im richtigen Moment halt die Emotion zeigte. Und Toni, du bist ein Fußballgott. Ich meine, heute ist ja jeder ein Fußballgott. Ist ja prägend gewesen. Haben wir eigentlich auch einen Fußballgott mittlerweile? Oder schon wieder? Ich sehe bei jedem Kickerspiel mindestens 11 auf dem Feld. Aber da muss der Name, du kannst ja jetzt zum Beispiel nicht Steven von der Burg Fußballgott, das klingt ja scheiße. Auch wenn er es 1000 Mal ist, aber es klingt scheiße. Aber weißt du, Kevin Wittke wird zum Beispiel dran. Kevin Wittke Fußballgott. Das ja, das würde klappen. Ja. So wie René Keffel, Torwartgott, das passt auch wieder. Sascha Korb, Fußball. Nein, da musst du zu lange ziehen. Ja. So, da vorne scheint es irgendwie, was gibt's denn da? Ecke oder was? Ja, doch, ich sehe es. Matthias Lukas steht am anderen Fenster. Was gibt's da? Ecke? Ja, also es gibt Ecke, er nickt. Dann Wittke wird sie bringen. Dann müssten wir da hinten noch ein Mikrofon geben, dem Matthias. Oh, oh, ja, ja. Im Fünfer. Hat der Torwart alle Rechte? Ich habe jetzt irgendwo gehört, hat er eigentlich gar nicht. Nee? Habe ich irgendwo gehört. Hat er eigentlich gar nicht. Steht nirgendwo geschrieben, dass er die hat. Das ist, glaube ich, wenn dann nur so ein Gentleman Agreement. Aber ich glaube, es gibt keine Regel, denn da steht Regel 5-1 im 5-Meter-Raum, darfst du den Torwart nicht angehen. Nur da wird, glaube ich, extrem drauf geachtet von den Schiedsrichtern. Weiß nicht mehr wo, ich müsste das auch mal wieder mal googeln nur. Aber irgendwo habe ich das gehört, dass es da offiziell gar nichts gibt. Also nichts, worauf man sich berufen könnte. Also so kurz vor der Halbzeit, ich denke, es sind noch so um die 2-3 Minuten zu spielen. Fassen wir das mal zusammen. Es steht 1:0. 4 Minuten noch. 4 Minuten noch zu spielen. Also 1:0 steht es für den OFC. Ja, Lutz, wie ist das Tor zustande gekommen? Ja, also Kevin Wittke hat den Ball irgendwie, ich glaube, der wurde irgendwie raus. Geköpft hat, irgendwie abgewehrt. Ich weiß nicht, jedenfalls stand Kevin Wittke am rechten Strafraumeck. So. Pass mal auf, jetzt kann noch ein Tor fallen, denn der Janik Dietz hat aufgegeben. Peter Dietz steht wieder in der Kamera. Ja gut, da passen wir mal auf. Nee, der Ball ist, glaube ich, weg. Also er steht hier unten am Strafraumeck. Es würde uns nicht wundern, wenn man jetzt noch einen nachlegt. Nein, nein. 1-2 Meter so links mittig und dann nimmt er eben im rechten Außenriss richtig schön Volley satt den Ball flach unten ins lange Eck reingedreht. Eine wunderbare Flugkurve zum Tor hin. Also war ein tolles Tor von Kevin Wittke. Insgesamt hier ein sehr, wie ich finde, überzeugendes Testspiel von den Jungs, alle miteinander. Wir hätten höher führen können, ja, teilweise müssen. Robin Scheuss, Riesenchance. Steven von der Burgs Kopfball wurde toll gehalten. Also es geht schon völlig in Ordnung. Hinrum lassen wir auch nichts zu. Schön gemacht von der Burg, freigespielt. Und jetzt muss es klingeln. Und das ist das Tor, 2:0. Und Peter Dietz, er läuft jetzt hier den Kreis, vernachlässigt die Kamera. Und er zeigt auf seinen Sohn, siehst du, Yannick, so wird das gemacht. Donnerschlag.
Jalik schmeißt sich auf den Boden, weiß nicht mehr, was ihm geschieht. Ja, Lutz, das sind Geschichten, die schreibt das Leben. Peter Dietz hat getroffen, 2:0 steht's. So, zweimal der Peter sozusagen. Nein, Robin Scheu, richtig tolle Vorarbeiter eben von Steven von der Burg. War ein sehr, sehr tolles Zusammenspiel von den beiden. Und da hat er dann doch noch sein Türchen gemacht, der Robin. Eben habe ich ihn noch gescholten, dass er doch den ersten 100% er nutzen muss. Diesmal hat er sich gedacht, nö, da schieße ich nicht. Da umspiele ich den Torwart noch, weil dann ist das Tor schön leer. Und das war die richtige, wie sagen Sie jetzt heute immer die Trainer, er hat die richtige Entscheidung getroffen. 2-0 OFC, das ist auch. Das war auch normalerweise nach dem Tor. Ne? Ja. Muss ja der Kameramann den Torschützen einfangen, wen er beglückwünscht wird. Peter hat die Kamera stehen lassen, ist erstmal hier für sich selbst eine Ehrenrunde gelaufen. Natürlich. Und er hat, liebe Damen, ihr wollt es nicht gesehen haben, er hat seine Plauze gezeigt. Das mache normal nur ich, aber ich muss sagen, naja. Da kann er mithalten, oder, bei dir? Völlig, völlig, möchte ich mal sagen. War ein schönes Bild. Also er hat so wie die Fußballer die Trikots über die Köpfe ziehen, so wollte er eben sein Sweatshirt über den Kopf ziehen. Ja, er hat das Baby-Symbol und den Surfer-Gruß, alles. Also er hat alle gängigen Jubelarien abgefeiert. Wenn ich das so gesehen habe, 7. Monat, oder? Normal, ja. Das war 7. Monat, aber auch noch eine Scheinschwangerschaft dazu. Mangafitsch. Ja, was war es, die Minute? Habe ich gesagt, 42. Also Wittke, Scheu, die Torschützen 2-0, völlig verdient. Das mag das Fazit sein. Weißt du, Lutz, jetzt muss auch langsam zur Halbzeit gewesen werden. Weißt du, warum? Das Weißbier ist leer. Ist schon wieder leer? Ich fange schon an zu zittern. So. Es ist so warm, das verdunstet hier, oder? Oh, Kara noch einmal abgefälscht. Und Kevin Wittke, abseits. Ja, nee. Wer so? Kevin sagt, nee, ich war nicht abseits. Das werden wir nie mehr klären, aber es wird auch nicht spielentscheidend sein. Hoffe ich mal. Also das sieht sehr, sehr gut aus, was der OFC hier spielt. Weil es ist, wie gesagt, Eschborn, um es nochmal abschließend zu sagen, ist hier auch ersatzgeschwächt. Das ja, das nehmen wir zur Kenntnis, das sagen wir auch so. Aber unsere Jungs spielen in der Formation auch nicht allzu häufig zusammen auf den jeweiligen Positionen da. Also, oh, wenn er mir war, schöne Flanke, war vorbei. Oh, da haben wir Glück gehabt. Gibt einen Eckball, da gibt es noch einen Eckball. War eine gute Aktion da von Velimir Velibor. Velimir, der jetzt auch den Eckball gleich schießen wird, der sollte aber ein bisschen sputen, weil es müsste eigentlich gleich Halbzeit sein. Also ich habe hier ein interessantes Mail bekommen, das kommt nämlich genau von Alexandros Theodosiadis und der grüßt uns hier recht schön, schaut sich das Spiel an, kam wahrscheinlich ein bisschen spät, er will wissen, werden das Tor gemacht, aber mittlerweile gibt es ja gleich zwei davon. Ja. Ich würde mal sagen, zusammengefasst, Peter Dietz hat beide gemacht. Peter Dietz hat beide aufgenommen, deshalb konnten sie überhaupt nur fallen, aber jetzt gucken wir mal, Velimir der Eckball... Oh, Kevin Linie. Da liegt Schnee drauf und da kommt der Lukas Jeffrey, bombensicher. Also wer hat die Tore gemacht? Das 1-0 Kevin Wittke, das 2-0 Robin Scheu. Wittke Scheu, Tor des Monats und eben Scheu noch einmal ein schönes Zusammenspiel mit Steven von der Burg. Jetzt haben wir Halbzeit hier. Jo. Ja, dann sind wir gleich wieder da. Jetzt weitergehen hier in Halbzeit Nummer 2. Wir müssen mal schauen, ob gewechselt wurde. Lutz hat aber weitere Informationen. Das heißt, unser Kader wurde ja still und heimlich irgendwie ergänzt. Ja, still und heimlich. Ja, wir haben da noch 3 Jugendspieler. Nun sind wir davon ausgegangen, dass das am Ende die 3 Jugendspieler immer mal als das erste Mal angestoßen. Weiter geht's hier. Ich muss mal die Zeit nehmen. 15:03 ging's weiter. Ja. Also wir haben gedacht, das wären die 3 A-Jugendlichen, die da mit im Trainingslager waren, aber weit gefehlt. Erst einmal gucken, gewechselt wurde nicht in der Halbzeit. Das sind jetzt die Namen Christoph Steulers, Felix Kollmanntaler und Marvin Fröhls. Die wurden mir genannt und zwar von Patrick Rühl, von dem Ersatztorwart. Der hat mir gesagt, die 3 sind heute auch noch mit dabei aus der A-Jugend. Gute Sache. Da unten laufen sie jetzt auch gerade. Mal sehen, was wir ein schier unerschöpfliches Potenzial an Jugendspielern da haben. Unfassbar, ja, unfassbar. Wir haben ja knapp 200 in der A-Jugend alleine. Nein, aber das sind, wie gesagt, wenn du dich nicht ganz tief mit dem OFC-Jugendfußball beschäftigst und ich kriege halt immer das so mit, was man so mitbekommt über die Facebook-Seiten, aber die Namen, also Steulers meine ich, habe ich schon mal gehört, aber die anderen, da bin ich jetzt wirklich komplett überfordert. Macht aber nichts. Ist auch für uns ein Testspiel, jedenfalls die 3 sind auch auf der Bank. Rückennummern habe ich dazu jetzt leider nicht. Gucken wir mal, wenn die nachher eingewechselt werden, wer das denn so sein könnte oder wer das denn so ist. Aber Marcel Willi Wilke, Willi wird er ja genannt, der ist noch auf dem Feld, hat eine ordentliche Partie bis hierhin gespielt. Und ja, die beiden, die 2er Abwehrkette, die spielen sich den Ball gerade so ein bisschen hin und her. Mike Vetter. Ja, wir verwalten jetzt das 2-0. Jetzt gibt es einen kleinen, das war glaube ich ein Anschlag auf die Zuschauer am Rand. Da unten läuft auch noch einer von den Jungs vorbei.
Übrigens vor uns in Reichweite Benny Pintol, Modica samt Anhang. Das werden sicherlich die Freundinnen sein. Können auch die Nachbarinnen sein, keine Ahnung. Das sieht aus, als ob das nur die Nachbarinnen sind, ja. Ich weiß es nicht. Also es sind zwei Fußballer, die nebeneinander stehen. Daneben stehen drei junge Damen. Also zumindest eine ist keine Freundin. Weißt du's? Ich vermute es mal. Nach abendländischen Gepflogenheiten, keine Ahnung. Das sind doch schicke Jungs, also. Ja, natürlich sind es schicke Jungs. Sellen sich bestimmt ein paar mehr Mädels noch dazu. Meinst du, du willst jetzt unsere Kamerafrau reizen oder was? Nein. Sowas machen wir nicht. Unsere Freundin, die Coco, unsere Sachverständige. Jetzt schauen wir erstmal aufs Feld. Da ist der OFC Herr der Lage. Wittke, auffällig schon in der ersten Halbzeit. Sehr, sehr gut gemacht. Und er ist ja auch der Torschütze. Zum 1-0, ganz genau. Sehr, sehr schönes Tor von rechts mit dem rechten Außenriss. Strafraumecke hat er den Ball hinten flach ins lange Eck reingesemmelt. Und 2-0 von Robin Scheu, das ist mal nach 18 Minuten und 42. Minute Robin Scheu. Tolles Zusammenspiel mit Steven von der Burg. Umkurft den Torwart, schiebt dann ein. Nachdem er, ja, so etwa 10 Minuten vorher hat er schon eine riesen Chance gehabt, auch vor dem Torwart. Da hat er noch angeschossen. Und in der Nachaktion, der Folgeaktion sozusagen, hat er Steven von der Burg den Ball aufs Tor geköpft. Der Torwart toll gehalten. Also wir haben hier, wir bestimmen das Spiel. Wir haben hier auch die klareren Chancen. Das ist schon hoch verdient. Da gibt es keine Zweifel. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Bei Sporn müssten wir gucken, kann ich gar nicht sagen, ob da jetzt auch irgendwie gewechselt wurde. Ich schaue mal die 4, 11, 19, 22, 23, ob da einer auf dem Feld ist. Ist immer schwer zu sehen, wenn man die Jungs... Es sieht aber auch relativ ungewechselt aus. Torwart ist gewechselt worden. Okay, ja, das sehe ich auch. 12. Dann wird Steve Wagner jetzt dabei, genau. Aber ansonsten schaut es erst einmal aus wie die erste. Nee, die 11 ist auch drin. Christopher Nguyen. Oder wie wird das ausgesprochen? Guyen, keine Ahnung. Guyen, der hat, meine ich, letzte Woche in einem Testspiel ein Tor geschossen. In Waldorf haben sie gespielt, beim Gruppenligisten 3-1 gewonnen. Da, meine ich, gehörte er zu den Torschützen. Ich habe übrigens gute Nachrichten, wir werden weitere Tore sehen. Achtung, jetzt vielleicht schon. Nein. Ja, ich habe Yannick Dietz komplettes Feldes verwiesen. Ja, sitzt im Auto jetzt. Ja, man sollte. Es war Sport, ein bisschen kalt dort, aber... Raus aus dem Stadion, weg. Lena steht jetzt an der Kamera. Die hat ja auch schon des Öfteren unter Beweis gestellt, dass sie eiskalt vollstrecken kann an der Kamera. Ja, ich erinnere, wann war das gegen Worms, glaube ich, war es sogar, oder? Beim letzten Punktspiel? Ja, da hat sie gerade 10 Sekunden an der Kamera gestanden, hat es eingeschlagen. Auch noch und dann zack, fällt das Tor. Ja, die weiß auch, wo das Tor steht. Die weiß es auch. Jetzt passen wir mal auf, Eckball. Kurz, Steven von der Burg, ist das dann noch im Strafraum? Das macht er erst einmal gut, das macht er klasse, das macht er sensationell. Und da war er aus. Oh, oder? Bei seinem Mega-Dribbling da einen kleinen Millimeter über diese Torauslinie gekommen. Es gibt Abschlag. Aber es sah erst mal gut aus. Aber jetzt ist er schon 50 Minuten ohne Tor, der Steven. Ich mache mir Sorgen. Hat einen Assist. Ja, vielleicht sollten wir den zu Yannick ins Auto einschließen, oder? Naja, ich weiß nicht. Wir sollten ihm noch Zeit lassen, vielleicht... Gut, er schießt ja seine Tore auch immer so um die 90. Minute. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich seine Zeit auch. Ja, das ist so. Weil im Spiel so mittendrin kann ja jeder. Ach, das ist halt so eben, da überlässt man auch gerne den Kameraden mal ein Tor, wie er dem Robin das Ding schön vorbereitet hat. Seine Zeit ist eigentlich 85. bis 94. Da wird er noch 3 Stück reinlegen, oder? Da kann er ruhig noch 2, 3 reinlegen, das stimmt. So, der OFC der Theo baut... Hört uns zu, ja, schöne Grüße, Theo, nochmal jetzt direkt, wenn du uns wirklich zuhörst. Gute Besserung, Jung. Das Bildchen schenke ich dir, wenn du mal irgendwann wieder fit rumläufst und wir uns sehen, dann kriegst du dein Bildchen geschenkt. Das Ding ist ja, alle Spieler schauen uns zu, bis auf Pintol und Modica, die stehen hier vor uns, die sehen wir durch die Scheibe. Nur die sind so faul, die liegen dort faul, entweder auf dem Sofa oder ich weiß nicht, aus dem Whirlpool hören sie uns zu. Die schreiben uns nicht mal ein Mail, nee. So ein Grußmail. Nee. Wozu auch? Pass auf, Kevin Wittke im Strafraum, schön, schön, schön! Ei, das war auch der Manga mit der Hacke, das wär Tor des Monats. Wenn er den so mit der Hacke einlegt, aber dann doch ein bisschen verhoppelt der Ball, aber wieder eine Großchance. Schön gemacht, Kevin Wittke vorher. Also ihr Lieben, schreibt an fanradio@ofc.de und dann werden wir euch vergeben, dass ihr so lange auf dem Sofa euch geregelt habt. Wir können zum Beispiel, wir müssen nicht sagen, da ist jetzt Steven von der Burg am Ball, wir können auch sagen, die Offenbacher 22. Ja? Also wenn ihr euren Namen nochmal hören wollt im Radio, im Fanradio, schreibt uns Mails, schreibt, wie gut der Lars aussieht, wie knuffig ich doch bin. Sowas hören wir gerne, oder? Ja,
gut, ich meine, die Wahrheit hört man immer gerne. Natürlich, natürlich. Manchem tut sie weh, aber wir hören sie gerne. Schöner ist als wir beide, der ist geschminkt. Oder von mir gezeichnet. Oder von dir gezeichnet. Ja. Ich bin ja auch von dir schon öfters gezeichnet worden als Comicfigur. Natürlich, du bist aber auch vom Leben gezeichnet, das ist das Schöne. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Da musstest du nur eine Kopie machen, ne? Ja. So, der Kapitän, Capitano, Tim Tilger ist das. Robin Choi versucht es gleich mit Zweien hier. Bitte zum Tänzchen. Ist da nicht einverstanden, gibt den Ball nur ungerne. Jetzt Eschborn am Strafraum. Oh, da ist er wieder. Der Robin hat sich durchgesetzt. Jetzt kombinieren sie sich aber richtig schön raus so. Jetzt muss der Sascha mal gut wetzen. Sascha Korb. Ja, schönes Zusammenspiel da mit der Jiri. Der Mo kann er da machen. Er holt zumindest dann mal den Einwurf raus. Ja, da sind wir wieder da, wo wir uns gerne tummeln, am Strafraum der Eschborner. Ja, ist echt ein chilliges Spiel, schönes Wetter, finde ich auch gut. Stell dir vor, heute wäre so ein echt so ein Dreckwetter vielleicht, so mit Schnee treiben, da macht das alles keinen Bock, auch wenn wir hier super aufgehoben sind, hier oben in dem VIP-Bereich oder was das ist, oder Geschäftsstellenbereich, was das ist. Top-Blick haben wir, Top-Voraussetzungen und das Spiel passt sich dem an, dem Wetter. Ist ein schöner Kick. Jungs machen das gut. Eschborn, guter Gegner. Guter Hessenligist ist heute Grippe geschwächt, kann man auch mal immer wieder erwähnen. Aber die haben natürlich auch den einen oder anderen wirklich guten Fußballer dabei. Ist jetzt allemal besser als irgendwo 12-0 bei irgendeinem Kreisliga-Verein zu gewinnen. Da hat zum Beispiel die Abwehr überhaupt nichts zu tun. Und hier müssen die sich schon bewegen, da hinten die Innenverteidigung Wilke Vetter. Ist jetzt auch nicht so, dass die sehr oft zusammengespielt haben. Also gute Sache das, Bigel. Robin Choi, Torschütze zum 2-0. Ja, der ist ja, wie oft ist der jetzt schon mittlerweile angeklickt worden mit seinem Foul, Lars? Was hast du gesagt? Du hast mir eine unglaubliche Zahl gesagt. Halbe Million Klicks. Halbe Million waren es, gell? Ich hab's irgendwann verdrängt, dachte mir, halbe Million kann nicht sein, aber das ist ja überall verlinkt und gemacht und 11 Freunde, die Bild-Zeitung oder wer auch immer, Fokus oder was. Also ich, ja, im Grunde jeder. Gestern wohl auch Bravo.de. Bravo.de. Ja gut, da passt der Robin dann auch wieder rein als Bravo-Boy vielleicht. Natürlich. Ja, das ist so. Die Pretty Woman schreibt, nette Grüße an uns, das sind Spieler von der U19 und sie ist ihrerseits U19-Betreuerin. Also, ja, haben wir geahnt, aber jetzt haben wir die Bestätigung. Sehr schön. Nee, das haben wir geahnt. Schöne Grüße. Die Pretty Woman. Tja, jetzt erst einmal. Das waren jetzt drei Spieler, die noch nicht so vorher, also die anderen drei, die kennen wir ja. Die sind ja, ich glaube, der war der Friedrich, der Auer, der hat sogar mit mir Geburtstag. Okay. Ist nur 93 geboren und ich halt, oder doch 93. Oh, war gar nicht mal so ungefährlich. 1,50 rechts neben das Tor, wobei Lukas Menz das gut gesehen hat. Hat da keine große Aufregung erfahren. Sehen, wenn der steckt, dann steckt er, dann kann er machen, was er will. Also wenn der Richtung Tor wäre, hätte er im Winkel gesessen. Es war so wie einst Uli Stein, der hat immer die Hand gehoben, ob er jetzt drin war oder vorbei war, aber egal, es sah erstmal cool aus. Ja. Christian Wiesner war es übrigens, der das Ding da abgefeuert hat. Das stimmt, der Stein, der hat immer gestanden, so ganz cool die Hand gehoben und ab und zu schlug dann doch mal ein. Sicher, Uli hat er. Ja. Das war seine Gestik. Beim HSV hat er mal so ein Ding gekriegt. Da stand er auch ganz cool da und oben flog er rein. Der hat aber auch mal, ich habe das Buch vom Uli Stein mal gelesen, weil ich den ja schon einen tollen Torwart fand. Der hat auch mal einen Ball absichtlich reingelassen, um seine Macht zu demonstrieren, weil seine Abwehrspieler auf den Keks gegangen sind. Das ist wirklich so. Da ist er einfach mal stehen geblieben, hat mal einen Ball reinkullern lassen, weil er gedacht hat, ihr spielt scheiße und dann zeige ich euch mal, wie das ist, wenn ich meine Arbeit hier einstelle. Also er war schon eine sehr außergewöhnliche, exzentrische Sportlernatur. Jetzt aber die Flanke, dort vorne rein. Eschborn erstmal gut aufgepasst. Zweiter Ball, ja. Knapp daneben. Das war Cem Kara, mein Partner im Tischtennis-Doppel. Ja. Hat auch nichts genützt. Nee. Oh, das wollte er gut machen da. Das war ein guter Ansatz, ja. Christopher Guyen. Und Mike Vetter, Innenverteidiger, der hört immer Fanradio. Also Mike, machst deine Sache ordentlich heute, wenn du dir das mal im Nachgang anschaust, das Spiel.
Klar, so extrem gefordert, wie wir wahrscheinlich gegen Gladbach gefordert werden, bist du jetzt heute nicht. Aber trotzdem, aufmerksam muss man immer sein. So, von der Burg. Komm, Steven, geht da rein, macht er gut und dann zieht er einfach mal ab. Gut. In der Mitte war er der Robin Scheu. Aber nee, wenn du Stürmer bist, bist da im Strafraum, hast einen umspielt, dann siehst du eigentlich nur noch, oder du ahnst das Tor und willst eigentlich das Runde nur noch da irgendwo ins Eckige buxieren. Und das hat er halt knapp verfehlt. So, schauen wir mal aufs Uhrchen. Ja, 15.15 Uhr, also 12 Minuten gespielt, genau. Ganz genau. Also haben wir noch etwas über eine halbe Stunde hier und dann schauen wir mal, ob irgendwann später nochmal hier Wechsel kommen von den, ich will mal sagen, uns Bekannten, Barishi Yakut und Mojib Jamali sind ja da. Die sind lustigerweise beide auch auf der linken Seite einsetzbar. Also sind ja fast noch positionsgleich. Ich meine, klar kannst du die auch alle irgendwo ein bisschen verschieben, aber gehe ich mal davon aus, dass dann Christos Steulers, Felix Kollmanthaler und Marvin Fröhls, dass die dann etwas andere Positionen begleiten. Wahrscheinlich eher im Offensivbereich. Also 7-8 Minuten geben wir unserer Kamerafrau noch fürs nächste Tor. Ja. Sonst muss der Meister wieder ran. Eben, so ist es. Ah, da ist aber der andere Meister, Mike Vetter, hat er richtig gut gemacht. Was für ein Alleingang, du. Ja, das habe ich ja auch gehört, dass er auf der rechten Seite ziemlich dynamische Läufe wohl... Unglaublich, ja, ja. Gerade gegen die Ungarn und die, das war ja wirklich keine Landkundschaft. Nein, das ist schon und toll. Die hat er da wirklich schwindelig gespielt. Ja. Also Chapeau und Respekt. Ja, wir sind wirklich gut aufgestellt mit dieser Truppe. Wir haben nicht nur 11, wir haben nicht nur 16, wir sind wirklich dicke, dicke, fett gut aufgestellt. Und wenn sich tragischerweise einer verletzt, wird zum Glück irgendein anderer gerade wieder fit. Also es ist eine tolle Sache, die hier läuft. So, das wäre jetzt die Möglichkeit mit dem Freistoß, fast auf der 16er-Kante liegt er. Ja, und das ist wieder Wittke. Nee, der Jan kann den reinschrauben. Ja, mal gucken. Ja, Jan Bickel tritt auch an. Glanztat. Da flog er noch richtig in die Ecke. Ja. Ja, Sascha. Jetzt noch einmal die Flanke rein. Aber da können Sie die Situation klären. Das war er eben da mit der 10, der Willi Borwellemir, der eine Testspieler von uns, der bei der Castingshow dabei war, wenn wir es mal so nennen wollen. Der war da schon sehr cool. Oder er vertraut seinem Torwart. Konnte er auch, ist ja nichts passiert. Scheu Bickel und da drüben steht er, der Kevin Wittke. War das die richtige Entscheidung? Da gibt es Platz dort auf der rechten Bahn. Ja, da ist er auch wieder, Mike Vetter, den wir so gelobt haben. Jetzt zieht Kara hier ab. Allerdings erstmal ins blaue Bollwerk. Und das ist Marcel Willi Wilke. El Capitano heute. Korb jetzt positionsgetreu dort hinten. Ja. Der steht jetzt auch. Konnte das passieren? Ja, weil er drüben mehr Sonne hat. Hat Rico Schmidt ihm vielleicht in der Halbzeit doch mal erklärt, dass ein Innenverteidiger nicht auf Mittelstürmerposition spielt? Er hat ja Außenverteidiger gespielt. Warte mal, passen wir mal auf. Guyen war das. Außenverteidiger haben wir ja komplett aufgelöst hier. Wir spielen ja nur noch mit zwei Innenverteidiger. Ja, brauchen wir ja heute auch nicht. Die können ja alle vorne mitspielen. Sozusagen. Jetzt bräuchten wir sie und dann ist der Mike Vetter. Ja gut, die haben jetzt wieder getauscht, oder? Kann das sein? Doch klar, Sascha Korb ist im Moment eher in der Innenverteidigung und der Mike Vetter geht eher raus. Ich glaube, die haben getauscht. Also wenn das jetzt Methode hat, dass der Mike da rechts drüben loswetzt, dann haben sie auch offiziell getauscht. Dann ist das nicht nur aus dem Moment so, sondern tatsächlich. Dafür ist es ja da, dass experimentiert werden kann. Absolut. Absolut so ist das. Weil du steckst nie drin, du hast mal eine rote Karte, irgendeine blöde Verletzung und... Wenn du zu versteift bist in deinem Spiel und nur sagst, wir haben nur einen rechten Außenverteidiger, dann kannst du ja am nächsten Spiel dann mit 10 Leuten anfangen. Das ist ja auch Schwachsinn. So, die Eschborner wollen es nochmal wissen. Jetzt gibt es Freistoß auf der Verlängerung der 16er-Linie. Ja. Ja, ist jetzt erstmal Betrieb im Offenbacher Strafraum. Aber gleich der erste Block greift hier zu. Ja, der Cem, da muss er sich mal gegen alle behaupten. Nee, das war dann doch ein bisschen zu viel. Hat in der Mitte im Grunde keine Anspielstation gehabt. Da hätte er vielleicht verzögern müssen, die ganze Nummer ein bisschen, bis die anderen nachrücken. Aber gut, was soll's. Jetzt kann sich die Abwehr wieder mal formieren. Nee, der Mike Vetter ist jetzt wieder eingerückt in die Innenverteidigung. Also das war wohl nur aus der Situation so geboren. Sascha Korb rechts, Mike Vetter, Wilke und Magafic. Das ist unsere Kette. Davor haben wir den Jan Bickel auf der 6. Dann haben wir Kara und Wittke im offensiven Mittelfeld, außen haben wir Scheu und Tahiri und vorne haben wir Steven von der Burg. Mein lieber Lutz, ich habe für dich sehr schlechte Nachrichten. Ja. In der Halbzeit hast du einen groben Fehler begangen. Oh
Du bist hier vom Platz gewichen. Ja. Und den hat er Nikoko eingenommen. Die hat mir abverlangt, dass wenn wir in Berlin ins Pokalfinale kommen, dass sie dann kommentiert. Ja, kann sie ja machen. Ich mit dir. Nein, mit dir. Ich halt raus. Nein, mit dir. Ich glaube, das Pokalfinale könnte ich gar nicht kommentieren. Das ist so, da wäre ich zu zappelig. Ich würde in der Halbzeit vielleicht mal eine Analyse geben. So wie die Coco sonst. Wie sonst die Coco. Da übernehme ich halt den Job von der Coco und sage halt, okay, 3-0 gegen Bayern hier zur Halbzeit. Das die Jungs sehen alle süß aus. Die sehen goldig aus, ja. Zwei Tore von der Burg, aber er sieht halt auch süß aus. So, warte mal. Ja. Man sollte das als Kriterium nicht zu sehr vernachlässigen, ob einer süß aussieht oder nicht. Ja? Natürlich. Ja. Der Fußball ist im Wandel. Ja. Glaubst du, dass Katja Schwarzenbeck heute noch spielen könnte? Nein, mit der Frisur nicht. Ja, mit der Frisur und der Frisur Nase. Nicht. Nein. Ich glaube nicht. Ich würde es gerne mal wissen. Wenn Hansi Müller jedoch ist Hansi immer trendy. Der könnte auch heute noch spielen. Schöne Hansi. Der schöne Hansi könnte. Er war auch Bravo Boy. Der war mal Fünfter oder sowas bei der Wahl zum Bravo Boy damals. Das ist kein Witz. Ich glaube kaum, dass die Coco sich an der Bravo orientiert. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne die heutigen Mädchenmagazine nicht so, wo irgendwelche jungen Boys abgebildet sind. Ich kenne nur die Bravo und später gab es noch die Popcorn, glaube ich. Das Poster in der Popcorn ist aber schöner. Ja. So, kommen wir zum Spielgeschehen zurück, Lutz, nach diesem kleinen Exkurs in die Mädchenwelt. Was für ein Geschehen. Wir bespielen das Spiel. Also es ist jetzt nicht hochdramatisch, aber das seht ihr doch alle. Das ist doch das Schöne, dass hier kaum einer wohl an seinem Handy hängt und sagt, oh Gott, das Testspiel in Eschborn, wie steht's, wie läuft's? Wo ist der Ball? Die meisten sehen's. Hat der Manga auch die 30 auf den Handschuhen stehen? Hat er. Ja. Das ist cool. Das ist cool. Also das ist der Robin von Offenbach. Nein, ist so. Mit Handschuhen. Nein, der Manga hat auch so einen ziemlich toughen, coolen Klamottenstyle und das ist das. Diese Südländer. Die aber auch der hat kurzärmelige, siehst du, der hat ein kurzärmeliges Trikot an, aber drunter die langen Ärmel von dem. Wieder Robben. Ja, klasse. Ja, aber nee, er ist unten, hat nur die Stutzen über den Knien, aber ansonsten ist ein kleines Stückchen noch frei, bis dann Robben die Radlerhose. Der Robben hat ja immer noch die Strumpfhosen drunter. Komplette Strumpfhose, ja, ganz genau. Aber der Robben hat gestern auch wieder ein Tor geschossen, habe ich mir auch gedacht. Wenn ich einmal im Leben so ein Tor schieße, hätte ich nie wieder Fußball gespielt. So, jetzt Bickel, der treibt die Kugel an. Aber dann war das doch nicht noch wirklich nicht präzise. Da war es da hinten der Kirenge, der den Ball dann noch per Kopf geklärt hat. Zum eingewechselten Torwart Steve Wagner, der war auch schon mit einer herrlichen Parade geglänzt hat, das muss man mal so sagen. Also auf der Torhüterposition sind sie doch bestens aufgestellt, die Eschborner. Da haben sie jetzt keine allzu große Not, würde ich sagen. Ja, knapp 20 Minuten schon wieder gespielt, immer noch kein Tor. Ich glaube, da müssen wir wieder mal eine Auswechslung vorbereiten an der Kamera, oder? Ja, es wird Zeit. Muss der Meister ran, ist er wieder da? Ich weiß nicht. Guck, er macht sich schon warm. Ist er da, der graue Wolf, der alte Sack. Ja, ist er dann da. Das ist einfach Erfahrung, ist durch nichts. Oh, pass mal auf, nein. Ist ja durch nichts aufzuwiegeln. Die Erfahrung eines Peter. Er ahnt es einfach, ja. Er weiß, wie er die Kamera halten muss, dass der Ball der kann, Der kann ein Spiel lesen. Lesen, er weiß es. Jetzt brennt es, jetzt bin ich gefragt. Vor allen Dingen. Als das dann passiert ist, lässt er die Kamera einfach stehen und läuft hier die Ehrenrunde für sich selbst. Ah ja, gut. Das war unglaublich. Ja, gut, aber der Jochen Richter hat sie doch absacken lassen. Eigentlich damals. Bräuchten wir eine Kamera für unseren Kameramann. Normal ja. Das ist dann der Kamerakind, Kamera 1 und so weiter. Das wäre toll, ihn auch dabei zu filmen. Ja. Vor allem, wenn die Welt seine Plauze gesehen hätte. Also ich meine, wir mussten sie sehen. Ja? Und ich war nicht schnell genug, ein Foto davon wenigstens zu machen. Geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Nein, ich habe Bilder im Kopf, die sind fürchterlich. Da könnte ich auch irgendwo tagelang auf irgendeinem Fasnachtsumzug sein oder so. Das wäre etwa ähnlich fürchterlich. Boah, wenn man mit Kamellen beworfen wird, die nur Zahnweh verursachen. Ja, das müssen wir alles so erzählen, weil das Spiel wirklich nur so ein bisschen dahin plätschert. Das ist jetzt vom Testspiel zum Trainingsspiel. Ist mehr ein Training reduziert worden. Ganz genau. Ist so. Also ich denke mal, ich vermute mal, dass jetzt Eschborn auch nicht mehr so den allerletzten Willen hat oder hier noch irgendwas drehen zu wollen oder so. Für die ist das, glaube ich, auch ganz okay. Und bei unseren Jungs, also wir spielen es halt, wir kriegen hier und da mal eine Chance. Denke mal, wenn wir eine richtige noch haben, dann wird auch noch mal einer stecken.
Aber es geht jetzt auch nicht darum, hier heute 8-0 zu gewinnen, weil 8-0 ist ein Ergebnis, die gibt es nur in der Bundesliga, wenn Bayern gegen Hamburg spielt. Ausgerechnet da sind wir gestern nochmal erwähnt worden. Ja, das ist das. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein, ich wollte es auch nicht sagen jetzt. Ich gucke ja eigentlich kein Bundesliga, schon gar keine Länderspiele und so weiter, aber gestern musste ich dann doch mal, weil mein Sohn dann auch da war und ja, da galt es vereint, mal Bundesliga zu schauen und dann wurde Kickers Offenbach schon mal genannt und dann in einem solchen Zusammenhang, das hätte ich doch gerne nicht gehört. Reden wir nicht drüber. Will keiner wissen, na doch, ihr wollt es wissen, also es ist faktisch wirklich so, das 8-0 von Bayern München war nicht der höchste Bundesligasieg des FC Bayern München. Die haben mal 9-0 gewonnen. Jetzt dürft ihr einmal raten, gegen wen das war. Es war, wann war das, 83, 84? Es war ein Winterspiel, also hören wir auf. So, jetzt kommen wir wieder aufs Geschehen hier zu sprechen. Da ist ein Verletzter. Oh. Die Bayern? Dann wären das, ist das so? 11-1? Kann sein, dass da mal was war. Nein, der BVB hat mal 11-1 gegen Gladbach. Bielefeld gewonnen. Gegen Bielefeld gewonnen. Das ist Bayern-Sieg. Höchster Bayern-Sieg, 11-1 gegen Dortmund. Das ist eine Frechheit, uns in so einem Zusammenhang zu nennen da von der ARD. Wo wir viel besser sind als Dortmund. Wir sind deutlich besser als Dortmund, du. Das sowieso, also ist ja erwiesen. Meine Fresse. In unserer letzten Partie gegen Dortmund haben sie weggeschossen. Ja. Vorgeführt. Eben, das ist regelrecht ja so, vorgeführt, oder? Man muss es so sagen. Mein Das war auch so ein Abend, an dem wir völlig tiefenentspannt waren wie heute. Ja, kann mich noch erinnern. Mehic läuft zum Elfmeter an, er täuscht den Torwächter. Tor. Mehr war nicht Tor. Der UFC ist weiter, wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Das waren unsere Worte. So etwa, Das waren unsere Worte. Ja, so ist das, ja. Weidenfeller, dieser faire Sportsmann, springt ins falsche Eck. Das kann mal passieren, lieber Herr Weidenfeller. Ja, viel Glück, kann passieren, viel Glück weiterhin im sportlichen Verlauf, Herr Weidenfeller. So waren unsere Worte, glaube ich. Das waren genau deine wohlgewählten Worte. Waren es auch so, ja. Ich denke, ich war auch nicht heiser oder so. Nein. So wie jetzt, also ganz klar, wir waren ja auch nicht euphorisiert oder in irgendeiner Emotion oder so. Ja gut, es war ja auch, gab ja keinen Grund, keinen Anlass. Es war standesgemäß, haben wir sie vorgeführt. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte sie gerne nach 90 Minuten schon weggeschickt. Ja, sie haben uns halt ins Elfmeterschießen gezwungen. Ja. Das war ja das Problem, deswegen war ich eigentlich auch ein bisschen sauer auf den UFC. Das hat sich ja dann auch ein paar Tage später gerecht. Weil wir so lange spielen mussten, konnte man dann in Burghausen nicht mehr bestehen. Eben. Das ist halt so. Und sowas sehen wir halt schon ein bisschen vorher, ein paar Tage. Eben. Während die Fans noch gejubelt haben, haben wir gesagt, das ist scheiße. Geht das schief. Ist scheiße, wenn man hier über 120 Minuten und noch 11 Meter, das ist nix, das muss vorher entschieden werden. Ja. Naja. So damals wurde ich nicht gestellt. So, jetzt kommen da aber erst nochmal. Einer hat die drei von den Jungs da unten und der Barış Jakut, der wird gleich kommen, den stehe ich da unten. Jetzt brauchen wir aufpassen. Ist da noch einer? Nee, das war ein Pass ins Totalleere da hinten. Also, Barış Jakut wird kommen beim UFC und ein junger Mann mit der Nummer 3. Aber wir hören hier auch nichts, oder? Gibt es hier eine Durchsage? Nee. Also, ich werde jetzt das Fenster nicht öffnen. Nein, Kevin Wittke geht auf jeden Fall einmal raus. Wenn wir schon mal so warm und kuschelig haben, dann werden wir das nicht riskieren. Also, Kevin Wittke. So, jetzt klingelt es gleich. Lena ist weg. Peter Dietz, der Meister, ist wieder an der Kamera. Lena, guck mal bitte genau hin, wie das funktioniert jetzt. Guck mal genau hin. Guck ihm mal über die Schultern. Ja, also Tahiri raus, Kevin Wittke raus, dann mache ich mal hier einen kleinen Vermerk. Jetzt machen wir noch schnell 2-3 Tore, packen wir die Technik zusammen. Dann wird der Yannick auch wieder aus dem Auto rausgeholt. Steulers, glaubst du oder weißt du? Ach, was ich, du hast es gehört, oder was? Ah, dafür ist er zu haben. Oh, wie cool der Peter ist. Der guckt dann immer hin zur Kamera, lässt Peter sie gehen. Aber der Yannick hat sich anderweitig eingebracht. Also er hat eben wohl mal hingehört, was da gesagt wurde. Und er meint, es wäre wohl Christos Steulers gewesen, was er da gehört hat. Also wäre der Kamerad mit der Nummer 3, wäre dann Christos Steulers. Er ist da vorne rechts, hat er sich zumindest nochmal eingegliedert. Also ist er ein Angriffsspieler. Der Barış ist hier hinten links in der Kette. Und den Manga hat es nach vorne getrieben, eine Station. Und da war der erste Ballkontakt von, ich sage jetzt mal Steulers, es sei mir verziehen, wenn es nicht ist. Aber wie gesagt, Yannick Dietz meinte, Steulers gehört zu haben. Wir haben hier drin gar nichts gehört. Wir haben auch keine Informationen, die stehen auch nicht auf dem offiziellen Bogen. Also das sei uns alles mal nachgesehen. In der Halbzeit habe ich von unserem Ersatztorhüter, von Patrick Rühl, überhaupt rausbekommen, wie die drei heißen, die dabei sind. Wir haben ja noch die drei vermutet, die im Trainingslager dabei waren. Aber das sind jetzt andere.
Und da ist er vorne. Ja, also es ist ein Angriffsspieler auf jeden Fall. Hat sich da vorne im Strafraum, tummelt er sich. Kommt die Flanke und da ist er doch fast gewesen. Nee, der Steven von der Burg war da, aber noch schneller war da Steve Wagner, der Torwart, der zweite, der eingewechselte Torwart von Eschborn. Und das ist, glaube ich, Cem Kara gewesen, der den Ball da zurückholt. Schön gemacht und da ist Barış Jakut. Den kennen wir wiederum. Den Barış Jakut. Mike Vetter. Mikkel. Ja, mal schauen. Ein bisschen Raum haben sie jetzt, gucken wir mal. Da ist sogar sowas wie eine Halbüberzahl, möchte ich es nennen. Henrich, Daniel Henrich war das, unser Daniel Henrich. Und schön abgenommen, der Ball, aber vorbei. Volley. Ja. Aber knapp daneben. Die 17 da mit den orangen Schuhen. Daniel Henrich, Ex-Offenbacher. Ja, so bleibt es beim 2:0. Wittke hatte zunächst getroffen. Ja. Und zwar in der 18. Minute hämmert er schön vom rechten Strafraumeck ein mit dem rechten Außenriss ins lange Eck unten flach rein. Tolles Tor und auch ein tolles Tor, 42. Minute Robin Scheu. Schönes Zusammenspiel mit Steven von der Burg, der ordentlich durchsteckt. Er umspielt den Torwart, schiebt dann ein. Insgesamt haben wir noch 3-4 richtig gute andere Chancen gehabt. Also das geht völlig in Ordnung. Hier das 2:0 ist auch insgesamt doch schön anzusehen, der Kick. Was halt so fehlt, aber das ist auch ganz logisch beim Testspiel, das ist irgendwie, die Spannung ist natürlich nicht da und es geht um nichts. Und das darf man alles auch nicht zu hoch hängen. Wir wissen jetzt auch nicht, ob der Rico die heute nochmal gequält hat oder nicht. Das wissen wir jetzt alles im Detail natürlich nicht. Wir sollten das nicht hochsterilisieren. Nein, das sollte man alles nicht zu sehr hochsterilisieren. Wir sollten jetzt auch keinen Sand in den Kopf stecken. Ja, das sollten wir auch nicht machen. Aber vom Feeling her ein gutes Gefühl können wir haben. Das, ja, auf jeden Fall haben wir vom Feeling her ein gutes Gefühl. Wie Andi Möller, der hatte auch vom Feeling her ein gutes Gefühl. Es war, glaube ich, Ike Hässler, der den Sand in den Kopf gesteckt hat. Darfst du nicht so laut sagen? Und sein Schwiegersohn steht direkt hier vor uns, Benjamin Pintol. Das stimmt. Der steckt das dem Andi. Da kriegst du echt Ärger. Aber meinst du, das sind dann damit? Da müsste ja eine von diesen drei Mädels, müsste ja dann eine Möller-Tochter sein. Nein, das ist sie nicht, weil das weiß ich. Also die Möller-Tochter ist zumindest nicht dabei. Das heißt, dann sind die drei Mädels die Freundinnen von Modica. Nein, glaube ich auch nicht. Wenn überhaupt, im allergünstigsten Falle ist das Mädel direkt neben ihm eine Freundin. Und das glaube ich auch noch nicht mal so sehr. Ich glaube eher, dass die da einfach sich dazugestellt haben. Das andere sind Freundinnen. Das Mädel hier links steht im Abseits. Der Schiri hat auch schon gepfiffen, meine ich. Ganz genau. Die steht ja bei dem Mann mit der schwarzen Mütze da. Aber vielleicht sollten wir mal aufs Feld schauen. Nein, da passiert nichts. Denn da steht der OFC nicht im Abseits. Nein, aber es passiert auch nichts. Also ich habe ja so ein halbes Auge immer schon da drauf. Die Sonne geht jetzt langsam unter. Drüben gegenüber, die haben jetzt... Die Sonne geht jetzt langsam unter. Nein, unter, sie geht tiefer, das meine ich. Das halbe Feld hier vorne liegt im Schatten. Deshalb ist Sascha Korb auch mehr jetzt in die Sonnenseite gerückt. Der Sporn geht um 15.30 Uhr die Sonne unter. Ist so, ja. Da fängt dann hier der Faschingsumzug an. Jan Bickel erst einmal. Oh, der hat aber hier Platz und Raum und Kraft und Tempo. Bei dem ist Knorr in der Suppe. Oh. Unser Kerl dank Schappi, ne? Ja, schön. Macht er. Knorr, da ist Kraft im Teller. Der Manga. Ja, warum denn nicht? Ja. Auch mal direkt draufschießen. Das Ganze aus 26 Meter. Halb links, beinahe zentral. Ja, wir haben immer wieder unsere Möglichkeiten oder so, Ansätze von Möglichkeiten. Ja, aber es ist auch, jetzt kommen, glaube ich, die nächsten Wechsel. Ja, jetzt sind die nächsten Burschen. Die A-Jugend wird jetzt komplettiert. Also in jedem Fall kommen Felix Kollmanntaler. Mike Vetter geht vom Feld. Fröhls kommen rein. Also haben wir doch noch einen Verteidiger oder was? Allerdings, alle U19-Kenner, ihr werdet wissen, wer das ist. Die 28 und die 2, ja, die haben alle natürlich Rückennummern, die wir nicht belegt haben. Aber wer das jetzt ist im Einzelnen, das sei mir nachgesehen. Das werden wir früh genug mitkriegen. Cem Kara, es wird in der Zeitung stehen morgen. Also wenn da irgendeiner irgendeine Information hat und das schnell mailen kann, dann wäre das okay. Die 2, die 28 und die 3, von denen reden wir. Der erste war wohl Stoilers, das ist auf jeden Fall Fakt, die beiden sind's. Noch immer wartet Mojib Jamali auf seinen Einsatz. Er wird die Waffe für die letzte Viertelstunde sein, wenn es dann darum geht, doch noch ein drittes Tor nachzulegen. Meinst du? Ja. Okay. Wenn es darum geht, noch einmal Druck aufzubauen. Wie ist das Hinspiel eigentlich ausgegangen? Weiß gar nicht. Jetzt führen wir 2:0 auf des Gegners Platz. Ist das nicht das Hinspiel?
Das könnte sein. Ist das hier nicht die Hessen-Pokal-Quali-Tour für die Hessen-Pokal-Gruppenrunde? Ist ja auch ganz ordentlich. 2-0 erstmal vorgelegt. Natürlich. Auswärts. Das heißt, die müssten 3-0 bei uns gewinnen. Das geht nicht. Nein. Sehe ich auch nicht. Ich habe auch mit Mocky gesprochen, mit Benny Pintol. Die werden im Rückspiel auf jeden Fall wieder dabei sein. Ja, wir sind ja heute geschont, weil sie gestern schon mussten. Gegen Jena. Jetzt kommt da der Mocip. Guck mal, da kommt er angetrottet. Mocip Jamali. Hast du eigentlich Rico Schmidt gesehen irgendwo? Ist der da? Klar war der da. Ich habe versucht, ihn zu fotografieren, aber... Ja, jetzt Marcel Wilke, aber ganz souverän hat er das gelöst. Das sind so Situationen, die habe ich früher als Stürmer immer gehasst. Wenn du so einen Ball hinterhergelaufen bist, dann stand da hinten ein deutlich übergewichtiger Libero, der den Ball einfach weggeköpft hat. Willst du sagen, dass Marcel Wilke deutlich übergewichtig ist? Nein, das nicht, aber er hat eben diese Position gehabt, die früher immer diese deutlich übergewichtigen Liberos hatten. Hast dich aber schön noch rausgeredet irgendwie. Er stand da so an Köpfen einfach weg. Das ist so ätzend als Stürmer. Du kommst dir da so doof vor, weißt du? Aber so war es früher, damals. Da waren ja unsere Spieler alle noch nicht auf der Welt. Die kennen ja das Elend mit Hartplätzen, roten Hartplätzen irgendwo im Frankfurter Raum. Das wissen die gar nicht. Das könntest du ihnen erklären. Sie würden es trotzdem nicht verstehen. Mike Vetter weiß das noch, weil Mike Vetter hat... Wo der Erdeplatz ist. Der Mike Vetter hat in Griesheim, Frankfurt-Griesheim beim Tomark, der hat angefangen auf diesem roten Erdeplatz in Griesheim, fürchterlich, wo ich auch schon drauf gespielt habe. Also da kennen wir uns beide aus. Also ich habe zwischen E und B-Jugend keinen Rasen gesehen. Nein. Ging es nur auf rote Erde. Rasen hat man im Fernsehen gesehen, ja. Oder ist er die 28 der A-Jugend am Ball? Das hat er erst einmal schön gemacht. Die Flanke aber kam nicht. Barischakut war es, glaube ich, der flanken wollte. Eschborn wechselt auch noch einmal. Da kommen jetzt Giuseppe Pagliaro rein und Dominik Ortega Tapia. Die 22 und die 23. Das konnten wir jetzt hier gerade mal mitbekommen. Und der Mocip, der wird auch gleich kommen. Aber, und da siehst du die Unterschiede, er hat so ein schwarzes Unterhemd an, ja, nicht so stylisch wie Dennis Magafic, das rote. Und Robin Scholl geht runter, der Torschütze zum 2-0, somit sind die Torschützen runter. Und da war auch der Rico mit schwarzen Handschuhen. Beglückwünscht er den Robin noch einmal, sagt ihm noch ein paar Worte. Und der Mocip ist jetzt drin. Rechts wird er sich eingliedern, im rechten Mittelfeld, schätze ich einmal. Aber das mit den schwarzen Ärmeln, das sieht schon komisch aus. So, und dann muss der Lukas Jeffrey in Daniel Endres Manier, du, aber ganz weit draußen spielen. Du. Wo ist für schwarze Ärmel? Der Mocip, der hat da hinten, ganz hinten schießen, da wo die Nummer 7, Tor 7 ist, der hat so schwarze lange Ärmel unter seinem Rot. Da bewahrheitet es sich mal, auch wenn es ein schöner Mann ist. Rot und Schwarz sieht einfach scheiße aus. Ja, außer Leverkusen hat es, das muss ich schon mal sagen. Lars, du darfst da immer nie vergessen. Da sieht es ja auch schon wieder deutlich besser aus. Deutlich aber in besser. Der Regel sieht Rot und Schwarz einfach scheiße aus. Ja, aber am schlimmsten sieht halt Schwarz und Weiß aus. Ganz schlimm ist, wenn da noch so ein Geflügel drauf ist. So, da kommen sie nochmal, die Eschborner. Aus dem Mittelfeld heraus, zentral, rechts rausgelegt. Das ist der Sportskamerad Tim Tilger. Hier mit der Kapitänsbinde. Der Yannick ist zu gebrauchen, nicht als Kamerakind, das haben wir jetzt festgestellt, da versagt er völlig. Hast du ihn wieder aus dem Auto rausgeholt? Ich hatte ihn doch eingesperrt. Ja, aber er hat jetzt Informationen beschafft. Also die 3 ist der Marvin Fröls, hier vorne ist er, der offensiv ausgerichtete. Die 2 hat der Felix Kollmanntaler und die 28 ist Christos Stoilers. Also wurde zuerst eingewechselt Felix Kollmanntaler vorhin und eben dann Stoilers und Fröls. Also wisst ihr das auch? Wir wissen es vor allen Dingen auch, die sind jetzt im Spiel, Mocip Jamali auch. Und es steht 2-0 und Freistoß gibt es für Eschborn. Korrekt müsste man ja sagen, es steht 0-2, denn der UFC spielt ja auswärts. Absolut. Nein. Das war erst einmal die Flanke von Wellemir Wars, auch der, wie gesagt, bei uns, bei der Casting-Crew vorgespielt hat. Aber so, komm du mal zu uns, machen wir auch mal ein kleines Interview. Wer bist du genau? Nico. Der Nico? Und du kommst hier aus Eschborn? Nein. Nee? Aber ich gucke halt zu. Was? Du guckst uns zu? Siehst du die wunderbaren Kickers, ne? Die spielen toll, die Roten, oder? Ja. Ja, und weg war er. Er ist zu sehr beeindruckt vom UFC. Aber aufgepasst, da ist er da vorne am Ball. Das ist Fröls, Marvin Fröls bringt die Flanke. Schauen, der Manga hätte es beinahe noch einmal geklingelt.
War da noch ein Füßchen dran, weil das sieht mir ein bisschen wie Eckball aus. Alles formiert sich zum Eckball, ja. Da gibt's noch eine Ecke. Also, Christos Deulers 28, Felix Kollmanthaler die 2 und der Marvin Fröhls mit der 3. So sind sie, unsere A-Jugendlichen, die U19er, wie es ja heute heißt, die U19. So. Ja, lieber Lutz, am Mittwoch geht's schon weiter. Nächstes Testspiel steht dann in Hessisch-Sibirien, in Neu-Isenburg. Neu-Isenburg ist immer 5 Grad kälter. Ganz übel. So auf dem Platz da, auch im Sportpark, aufgepasst. Kommt was? Nein, kam er nicht ran, das Deulers. Ja, da haben wir ja mal einen Klassiker, so ein 0:0 haben wir da mal. Da habe ich mit der Andrea moderiert, das war auch ein Riesenkick, ja. Da haben auch so einige Stimmen hinter uns schon, also vom Abstieg bis in die A-Klasse gesprochen, ja, weil wir ja nicht in Neu-Isenburg 20:0 gewinnt. Du siehst ja, sie haben recht behalten. Und die haben alle recht behalten, alle natürlich. Recht behalten. Der Einzige, der keine Ahnung hat, warst du. Ja, natürlich. Aber was sehr lustig war, da ist damals bei Neu-Isenburg eingewechselt worden ein junger Mann namens Idrisou. Okay. Und er hieß auch, also so, dass man ihn Mo Idrisou nennen konnte, wie diesen ehemaligen Kaiserslautern-Spieler. Und lustigerweise wohnt er in meinem Zustellbezirk. Und für den hatte ich mal ein Einschreiben. Der ist ein Student. Und da habe ich ihn gefragt, ja Mensch, spielen Sie denn bei Neu-Isenburg Fußball? Und sagte er, ja, woher ich das denn wüsste? Ich sagte, ja, ich habe da Fanradio gemacht. Und da hat er gelacht. Die Pretty Woman schreibt uns wieder, die 28, das ist Stollers, Christos Stollers. Die Nummer 3 ist Marvin Fröhls. Und der andere ist Felix Kollmanthaler. Genau. Bitte schön, schöne Grüße, Pretty Woman. Vielen, vielen Dank. Ja, haben wir jetzt hier auch so weit rausbekommen, aber je mehr Infos, desto besser. Und so haben wir es genannt und so haben wir es eben nochmal wiederholt. Heißt der Stollers oder Stoilers? Das habe ich schon weggeklickt. Okay, der meint aber Stoilers, also der Torwart meinte Stoilers. Ich meine mich auch an Stoilers erinnern zu können, weil so drüber lesen tut man natürlich mal so, was im Nachwuchsleistungszentrum passiert. Aber man kann sich natürlich auch keine 300 Namen merken von der U11. Bis zur U19 hoch. Aber so, was so auf Facebook irgendwo gepostet wird, lese ich schon immer und nehme das auch sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis, auch wenn da irgendeine U13 irgendwo ein Turnier gewinnt. Weil ich sage, egal was und wo, solange der UFC gewinnt, ist das gut. Absolut. 7 Minuten noch zu spielen, 2:0 steht's, der UFC führt. Das sah alles ganz ordentlich aus. Die jungen Wilden bekommen Spielpraxis, auch die Rekonvaleszenten sind hier wieder dabei. Ich denke an Wilke, an Manga. Ja. Dann aber auch die Spieler, die jetzt zuletzt nicht so oft zum Einsatz kamen. Bickel, Korb, all die haben hier eine ordentliche Figur abgegeben. Und ja, so der ganz große Fight ist es in der zweiten Halbzeit sicherlich nicht mehr. Nein. Aber muss auch nicht sein, ganz ehrlich. Es geht in allererster Linie auch mal darum, dass wir hier nicht verletzt sind. Und was zählt, ist das Spiel in Homburg und nicht das Spiel heute hier in Eschborn. Und ich denke, darauf ist alles ausgerichtet. Da wird es auch soweit sein. Da werden die Jungs auch alle da sein. Und so Spiele wie heute auch für die 3A-Jugendspieler ist eine gute Sache. Ist auch ein gutes Zeichen sozusagen. Leute, guckt doch mal her, das ist nicht völlig vernagelt, die Tür nach da oben. Also da gibt es immer irgendwo ein Schlupfloch. Und mal in so einem Testspiel hier, ist ja auch für die, jetzt passen wir nochmal auf. Von der Burg, tanzt da mit Zweien, hat ein bisschen geschoben. Das ist ja für die A-Jugendlichen, ist ja so ein Hessenligist, so ein etablierter, gestandener Hessenligist, ist ja auch eine andere Hausnummer, als wenn sie in der A-Jugend irgendwo spielen. Und das ist für die auch nochmal so ganz gut, sich mit so Jungs, also mit den sogenannten Senioren zu messen. Und das auf höherem Niveau, also jetzt irgendeinen Kreisligisten da nochmal abschießen. Das ist vielleicht auch nicht die ganz große Nummer, aber ist eine gute Sache. Also mir gefällt dieses Gesamtkonstrukt hier so beim UFC, was da so sich immer weiterentwickelt, auch immer besser in allem. Ja, und nach den Testspielen, lieber Lutz, geht es ja dann, wie du es eben richtig gesagt hast, nach Homburg zum ersten großen Ligatest. Aber ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber wir haben noch ein weiteres Testspiel vereinbart. Das findet dann am Biberer Berg statt gegen Borussia Mönchengladbach. Stimmt, ja. Aber wir müssen auch mal gegen Höhere. Also du kannst nicht einfach nur gegen Hessenligisten oder Regionalligisten testen. Du musst da mal die Bundesliga herannehmen. Ja, sonst stagnieren die Jungs. Ist so. Ja. Das wird sicherlich ein guter Test gegen Gladbach. Das ist uns dann so richtig für die Liga vorbereitet. Elfmeter, oder? Gibt Elfmeter. Für Eschborn. Also jetzt wird es nochmal ganz, ganz spannend. Und Peter Dietz jetzt schon 10, 15 Minuten an der Kamera ohne Torerfolg. Und jetzt droht ihm sogar, jetzt wollen wir, Jannik ran.
Lass den Yannick ran. Genau, wenn der Yannick an der Kamera steht, dann gibt es kein Tor. Also Yannick, jetzt ist dein Einsatz. 11 Meter für Eschborn, 11 Meter. Und wenn Yannick an der Kamera steht, fällt nie ein Tor, oder? Nie, nein. Dann lachen wir uns kaputt. Wellibor, Wellemir, die 10 von Eschborn. Also Lukas Jeffrey Menz, hochkonzentriert. Jetzt läuft der Eschborner an und dann... Ist er nicht im Tor? Ist er nicht im Tor? Das ist Yannick Dietz, rettet die Situation. Ich glaube, niemals fällt ein Tor, wenn Yannick Dietz an der Kamera steht. Haben wir glücklich ausgewechselt an der Kamera, oder? Die Null steht dank Lars Kissner, der den Kameramann doch gewechselt hat. So, jetzt nehmen wir wieder runter, schnell runter, Peter, geh hin. Peter, geh hin, jetzt machen wir noch ein Tor. Donnerschlag, was für eine Show. Pass mal auf, da ist Teulers. Der ist im Strafraum, der kommt durch, Junge, mach's, der wollte ihn querlegen. Knaller, das ist der Knaller, das ist der Knaller. Das ist Fasching, das kannst du auch wirklich nur an Faschingssamstag erleben, sowas. Und nur beim OFC-Fanradio hier bei Kickers TV. Meine Güte. Aber da muss man ja sagen, er war sehr aufmerksam. Er hat sich sofort angeboten, Yannick Dietz. Er hat gesagt, Elfmeter, ich gehe an die Kamera. Hier, wir müssen dann natürlich gegen Gladbach heimlich eine Kamera aufstellen, falls es ein Elfmeterschießen geben sollte. Nee, wir lassen den Yannick 90, 120 Minuten filmen. Ja. Dann steht es 0-0. Und dann, immer und dann wechselt man aus, dann kommt der Peter. Elfmeterschießen. Ja, aber bei den Gladbachern muss immer der Yannick wieder ran. Ja. Wir tricksen die Gladbacher aus, oder? Total. Die haben keine Chance. Ja, wenn Sie jetzt aber Fanradio hören, wissen Sie, was wir machen. Du. Ja, ja, nee, ja, dagegen gibt es keine, da gibt's kein, gibt's kein Kraut. Ne? Nein. Oh, jetzt, da steckt er nochmal schön durch. Manga, pass auf, Peter Dietz an der Kamera und Manga im Strafraum. Das ist so geil. Das war unglaublich. Das ist unfassbar. Es gibt 1 Million Möglichkeiten. Schießt er an den Pfosten. Vor lauter Schreck, dass, ja, dass der Yannick an der Kamera steht, schießt er an den Pfosten. Unfassbar. Und nicht mal der Nachschuss oder die spätere Möglichkeit. Warte ich. Unfassbar. Ja, wir haben nochmal schnell gewechselt. Wir haben die Null gerettet. Also das Spiel wäre eh nicht mehr gekippt, glaube ich nicht. Das werden sie irgendwie rumkriegen in den letzten Sekunden hier. Aber wir haben die Null gerettet. Ja, da jetzt das Spiel gleich zu Ende ist, muss man nochmal unseren Fachkommentar holen hier. Die Coco kommt nochmal zu uns. Ja, was ist denn so dein Fazit? Wer sind denn jetzt die schöneren Jungs? Mein Fazit. Erstmal muss ich sagen, wir haben ja heute weniger Stammspieler auf dem Feld, mehr die Ersatzspieler. Dafür schlagen sie sich wirklich sehr gut. Wir haben die meiste Zeit in der zweiten Hälfte im gegnerischen Spielfeld verbracht, weniger in unserem. Also Respekt. So, und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Wer sind die Hübscheren? Unsere, natürlich sind die Hübscheren. Also, das wollte ich ja. Keine Frage. So, vielen Dank, Coco. Jetzt wieder zurück zum Laien Lutz Kammermeier. Natürlich, aber ich erkenne wenigstens Mojib Jamali. Er wollte sich da durchsetzen, hat das auch gut gemacht. Schöne Aktion, Flanke kommt, Eckball gibt es noch einmal. Das dürfte aber dann auch das gewesen sein hier in Eschborn. Halbe Minute regulär noch zu spielen. Also nach diesem Eckball wird es nicht mehr allzu viel drauf geben, weil da gibt es auch gar keinen Grund für. Und dann hätten wir dieses Testspiel auch rumgebracht. Der OFC wird es gewinnen, er wird es hochverdient gewinnen. 2-0 ist auch okay, muss ich sagen. Also haben wir heute mit allen Tricks gearbeitet. Natürlich. Und ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Wir wollen am Ende ein großes Ziel erreichen. Da müssen wir alle miteinander alles geben und in jede Trickkiste greifen. Rico, das weiß und auch zu schätzen weiß, was wir hier heute getan haben. Du wirst vielleicht irgendwann mitbekommen. Du. Möglicherweise wäre es ein mentales Problem für den Lukas Jeffrey gewesen, wenn er diesen Elfer hätte schlucken müssen. Ja. Wäre vielleicht in ein Loch gefallen, nie wieder rausgekommen. Da steht er, aber so steht die Null. Er kann sich quasi als Elferkiller erstmal feiern lassen. Der kann jetzt das Märchen erzählen, dass er den Schützen irgendwie beeinflusst hätte oder so. Ja. Wir wissen, wer es war. Wir wissen die Wahrheit, wir kennen die Wahrheit. Wir haben einfach das Kamerakind getauscht. So, da wird der Eschborner immer noch ein bisschen behandelt und geknetet da hinten. Offizielle Spielzeit ist jetzt zu Ende. Die ist rum, also wir sind hier in der Nachspielzeit. Wenn er gnädig ist, dann pfeift er jetzt auch ab dann. Und wird es frisch, glaube ich. Also langsam, so ab 3 Uhr, wenn die Sonne nicht mehr ganz die Strahlkraft hat, wird es, glaube ich, frisch. Aber die Ecke nehmen wir noch mit, Sascha Korb. Und dann soll in der Mitte noch einer einschädeln. Dann hat nämlich der Peter sein drittes Tor auch noch auf dem Buckel. Und die Pintholz und Modikas dieser Welt haben sich hier mit dickem Pelz eingedeckt. Ja, natürlich, sehen sehr gut aus übrigens. Also top gekleidet, ist so. So, Ecke kommt. Pass mal auf, gibt's noch was? Gibt's noch was? Stoilers. Aber jetzt ist er weg und vorbei. Jetzt hat er auch abgepfiffen. Dann verabschieden wir uns auch am Mikro. Sagt Tschüss, Lars Kissner. Und Lutz Kammermeier. Ciao, ihr Leute. Schöne Fasching.